anfangen und loslegen. Schön, dass die Nachfrage groß ist. Das freut mich natürlich ganz besonders, weil mir scheint, dass der Lauf dieser zwei Tage quasi direkt zu diesem Workshop geführt hat, vor allen Dingen eben diese Debatte zur Freiheit. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir darauf jetzt Bezug nehmen können, dass das großes Interesse findet und wir hier loslegen. Was mich auch besonders freut, ist, dass Gerhard Schick und Dieter Janicek da sind. Wir haben einfach nur kurz angerufen oder eine Mail geschrieben und sofort beide ja und das möglich gemacht, du auch noch, ne? Und dafür bedanke ich mich auch und ich glaube, das zeigt auch die Bedeutung und die Wichtigkeit, die dem beigemessen wird, was wir hier mit diesen zwei Tagen versuchen. Ich stelle die beiden kurz vor, so viel muss ich nicht sagen, ich glaube vieles ist auch bekannt. Dieter Janicek ist Mitglied im Deutschen Bundestag seit Oktober 2013 und er war lange Jahre tätig in Bayern in verschiedenen Positionen, ist da jetzt auch Vorsitzender und sein zentrales Thema ist Ökologie und Ökonomie zusammendenken, das in den verschiedensten Ausprägungen, wir werden dazu bestimmt noch was hören. Gerhard Schick, an meiner linken Seite, ist studierter und promovierter Ökonom und Autor. Er ist im Bundestag seit 2005 und finanzpolitischer Sprecher der Fraktion. Ich erinnere mich immer gerne daran, das erste Buch Grüne Ordnungsökonomie mit dem Walter-Eucken-Institut damals noch und den grünen Wirtschaftspolitikern in der Zeit und ein wichtiges Werk hier auch in der Heinrich-Böll-Stiftung, was in vielen Teilen auch immer noch gelesen und nachgelesen wird. Was ist die grüne Erzählung von der Ökonomie? Darum geht es jetzt in den nächsten zwei Stunden. Und seit gestern Abend sprechen und hören wir allerdings auch überwiegend zu über die grüne Erzählung. Es geht um verschiedene Stränge, es geht um historische Abfolgen auf dem Zeitstrahl. Gab es da Brüche? Wenn ja, welche? Warum? Wie wurden die kommuniziert? Es geht aber auch um Bilder und Protagonisten, die wir hatten, die funktioniert haben oder die eben jetzt andere sein müssen, vielleicht in Zukunft. Wir haben über die Funktion der Erzählung gesprochen, wir haben uns über Narrative verständigt und oder beziehungsweise entdeckt, dass, oder darüber gesprochen, dass Narrative halt zur Verständigung beitragen können, und zwar nach innen und nach außen. Der Bogen ging dann gestern Abend los über das Staatsverständnis, das Politische. Ich werde das jetzt nicht alles referieren, viel zu lang. Alle, die hier jetzt sind, sollen Zeit haben zu sprechen und mit zu diskutieren. Was ich aber sagen will, sind so zwei, drei Punkte. Viele von Ihnen und euch waren ja dabei, aber dass man das sozusagen mit aufnimmt, auch für euch beide, die ja gerade da nicht, noch nicht dabei sein konnten. Ja. Gestern Abend haben wir gesprochen über die Überlegungen, also was sozusagen der Weg der Grünen von der Avantgarde zu einer möglichen Mittelpartei sein kann und was das bedeutet für die Erzählung, ob wir dann sozusagen in Positionen, die vielleicht weit auseinander sind, und das ist ja bei der Wirtschaftspolitik durchaus auch gegeben oder bei der Sichtweise, die da auf Wirtschaft besteht, mit verschiedenen Geschichten leben müssen oder ob wir es schaffen können und sollten, da zu einem Ausgleich zu kommen. Das ist, glaube ich, wichtig bei diesem Thema ganz besonders. Später heute haben wir, heute Morgen haben wir dann über das Soziale gesprochen, über Teilhabe, Aufstieg, Institutionen. Und was da noch nicht so richtig stark vorkam und was wir hier, glaube ich, auch nochmal adressieren und unterstreichen müssen oder herausarbeiten, welche Wirtschaft eigentlich diesen Wohlstand produziert, den wir dann auch brauchen, um das Soziale in einer vernünftigen Art und Weise zu organisieren und wie die Institutionen gebaut sein müssen, auch im Wirtschaftlichen, um das zu garantieren. Heute, das war, glaube ich, der Höhepunkt, also für mich auf jeden Fall, die Runde zur Freiheit. Und die ja von beiden Seiten, also durchs Marktgeschehen, aber auch durchs Staatsgeschehen bedroht sein kann. Und gleichwohl wissen wir aber auch, wenn der Staat Institutionen bereitstellen muss für die Freiheit, gilt das natürlich für die Wirtschaft genauso. Also wir brauchen da auch einen Rahmen. Also es ist sozusagen Freiheitsproduktion und Freiheitsgefahr in einem. Es gibt da Dichotomien und den ökologischen Diskurs besprechen wir da immer noch mit drin. Ja. Was ist jetzt also die Erzählung über die Wirtschaft der Gesellschaft und was sind da die grundlegenden Überlegungen, Kontroversen einer grünen Erzählung von Wirtschaft? Ich habe beide gebeten, so 12 Minuten Input zu geben, uns ein Intro, das sozusagen aus der Geschichte heraus zu entwickeln. Wir landen bis heute und wir sprechen natürlich bei heute und wir sprechen natürlich später darüber, in welcher Weise wir das weiterentwickeln werden. Zum Ablauf.
Mein Name ist Ute Brümmer, ich bin hier Mitarbeiterin der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sind hier zu dritt, wir haben aber 5 Stühle. Wir würden das gerne so machen, dass Sie sich oder ihr euch melden könnt und sagen, ah, wir möchten gerne eine kleine Runde mitdiskutieren. Das Thema wollen wir ein bisschen vertiefen. Also was ich schon vorhin schon gesagt habe, zu viel frontal. Und ich hoffe, dass dann immer mal jemand kommt oder aber auch einfach nur eine Frage aus dem Saal stellt. Also es ist jetzt so ein bisschen spontan. Und dann geht's los. Dieter, in der Reihenfolge habe ich es geschrieben, fang bitte an. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für die Konstellation, die ich sehr spannend finde. Auch Gerhard und ich haben ja auch vor kurzem ein gemeinsames Projekt gestartet. Wir haben nämlich für die Partei mal versucht aufzuschreiben, was die Spannungsfelder sind in diesem Feld. Wohlstand, Wachstum, grüne Ökonomie, diesen ganzen Versprechen von Green New Deal versus Postwachstum, also dieser Bandbreite, die wir ja angelegt haben, die wir heute sicher auch diskutiert werden, erstmal in Fragen zu formulieren, die soziale Frage, die ökologische Frage, die Frage der Tragfähigkeitsgrenzen des Planeten. Und was ist die grüne Erzählung? Die grüne Erzählung ist erstmal ganz schlicht, nämlich die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie. Und das heißt letztendlich, banal gesagt, nichts anderes, dass alles ökonomische Handeln sich wirklich innerhalb der ökologischen Tragfähigkeitsgrenzen unseres Planeten abspielen muss. Und das tut es aktuell nicht. Und das tut es auch absehbar in Zukunft nicht. Also müssen wir umsteuern. Und umsteuern heißt aber nicht alleine, alles grüner zu machen, also nachhaltig. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist heute, wenn man in die Industrie geht, in die Wirtschaft geht, in öffentliche Diskussionen, ein viel gebrauchter, aber auch ein viel verbrauchter. Also einer, der die Definition nicht mehr hat, die er vielleicht haben sollte. Und die Definition muss immer bleiben, und das will ich am Anfang meiner Worte sagen, dass wir uns in einem Rahmen bewegen. Dieser Rahmen ist nicht verschiebbar. Man kann nicht das Wachstum der Weltökonomie irgendwo hin verschieben und dann so tun, dass die Entkopplung des Ressourcenverbrauches gleichzeitig stattfinden wird auf der Ebene, die wir heute haben. Das wird so nicht sein. Was will ich damit sagen? Wir werden 2 Stränge brauchen. Das eine ist, wirklich alles zu mobilisieren mit einem großen Realismus in Richtung grüneres Wirtschaften, das heißt wirklich auch Technologien einzusetzen, das heißt auch die Märkte dahin zu verschieben mit ökologischen Rahmenbedingungen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europäisch gedacht, weltweit gedacht, dass wir den Ressourcenverbrauch verringern, aber wir haben, und das ist die Wahrheit, ein globales Wachstum. Wir haben global gesehen Räume von China, Indien, auch Afrika geht es jetzt los, Südamerika, die alle dahin streben wollen, was wir in Europa, in den USA geschaffen haben, in vielen Bereichen der Welt, nämlich einen hohen Lebensstandard. Und hier müssen wir auch uns mal realistisch machen und sagen, wird es so sein, dass die das aufgeben werden, dass die nicht versuchen werden, vielleicht auch ein Haus zu haben oder vielleicht auch ein Auto zu besitzen? Ich mache es mal ganz platt. Ja. Das werden die nicht tun. Und warum sollten sie das tun? Und wird es dann dazu führen, dass wir aufhören werden, in der Zukunft mobil zu sein oder nicht mehr Industrieproduktion zu machen? Auch das wird nicht so sein. Ja. Also das sind unbequeme Antworten, aber die sind erstmal auch Rahmenbedingungen. Man kann ja sagen, ich möchte alles nicht mehr tun und dann habe ich weniger CO2, aber selbst wenn wir aufhören zu atmen in Deutschland, werden wir auf der Welt weiterhin ein Problem haben mit dem Klimawandel. Ja. Also das mal vorangeschickt. So, was ist, glaube ich, das, was Grüne tun können? Ich glaube, wir haben ein Leitprojekt ja schon mal formuliert, das ist die Energiewende. Die Energiewende ist das. Auf der Stromseite, wir reden bisher nur von Strom, ist das Projekt zu sagen, wir können dort auf einem technologischen Wege über eine starke Bürgerbeteiligung, über eine starke auch soziale Orientierung, 6% der Bundesbürger heute in Deutschland besitzen erneuerbare Energien. Das ist eine ganze Menge. Ja. Und ein Großteil der erneuerbaren Energien gehört den Bundesbürgern. Also das ist ein sehr demokratisches, soziales Projekt, ist aber trotzdem nur 12,5% des Primärenergiebedarfs, das wir gerade mal versuchen zu decken, über 100% erneuerbare Energien. Kommen wir zum nächsten Sektor, kommen wir zur Wärme, da sind wir noch lang nicht. Kommen wir zur Mobilität, kann man bei der Automobilindustrie, wo ich viel unterwegs bin, feststellen, die denken darüber nach, Fahrzeuge zu entwickeln, die Leichtbau haben, die elektrisch angetrieben werden in der Zukunft, in die Hybridstrategie haben werden. Im Prinzip wird all das, was wir erneuerbar technologisch umsetzen, übrigens elektrifiziert sein, ist meine Grundthese. Also wir werden eine elektrifizierte Gesellschaft haben, die sowohl auf Strom, auf Wärme, auf Mobilität in all diesen Bereichen stromgeführt ist, weil das die einzige Möglichkeit ist. Aber wenn wir gleichzeitig die Weltmärkte anschauen und die Chinesen die Automobile kaufen, die wir heute besitzen, und das vielleicht dann auch noch die Afrikaner irgendwann tun und die Inder, dann haben wir ein Problem. Ja. Und das Problem heißt schlichtweg, dass in der jetzigen Prognose wir schon 130 Millionen Fahrzeuge allein im Automobilbereich bis 2030 verkaufen würden. Das ist momentan das, mit dem der Branchenverband der Automobilindustrie weltweit kalkuliert. Wenn das passieren würde,
zu den fossilen Verbrauchsparametern, die wir heute haben, haben wir wieder ein Problem. Also ich beschreibe euch ständig Konflikte. Ja. Zum einen wollen wir das grüner machen, das können wir haben es technologisch drauf, wir haben es wissenschaftlich drauf. Wir sollten in Deutschland immer davon ausgehen, dass wir ein hocherfinderisches Industrieland sind mit einem starken Mittelstand, mit einer starken Forschungslandschaft, mit sehr vielen unabhängigen Akteuren, die nicht so stark monopolisiert agieren wie zum Beispiel in Frankreich oder in den osteuropäischen Staaten oder in Russland. Also wir haben eine Chance über Erfindergeist, dieses dezentrale Projekt von Energie, wenn denn Mobilität, Wärme, Stromversorgung, Industrie hinzubringen. Und selbst wenn wir das alles machen, haben wir am Ende immer noch ein Problem. Ja. Und das Problem wird sein, dass wenn die ganze Welt sich auf diesem Maße industrialisiert, wie wir das tun, dann sehe ich momentan, das ist meine ehrliche Antwort, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir diese Fragen gestellt haben, warum wir da auch Antworten finden müssen, und dann freue ich mich auf die Diskussion auch, dass selbst wenn wir das alles tun, wir es nicht schaffen werden, eine so hohe Energieproduktivität zu erzeugen, also ich rede jetzt mal sehr technisch, jedes Jahr bräuchten wir 6% circa aktuell einen besseren Umgang mit Energie weltweit, wenn wir gleichzeitig sehen, was wir beim Wachstum zu erwarten haben, um da einen Kopplungseffekt zu erreichen, der uns global beim Klimawandel hilft. Also wir sind eigentlich zu spät dran aktuell. Ja. Wir sind zu spät. Wir haben auf der Ressourcenseite ein Problem, wir haben globales Wachstum zu erwarten, wir haben 9 Milliarden Menschen in der Perspektive, alle wollen guten Lebensstandard, und am Ende müsste es so sein, dass die im Schnitt so circa 1 bis 2 Tonnen CO2 pro Jahr verbrauchen und nicht 10, 11, wie es aktuell ist bei uns. Ja. Und das beschreibe ich. So, was heißt das jetzt trotzdem? Man muss 2 Dinge tun. Das eine ist, diese grüne Erzählung mit der Wirtschaft, mit der Industrie formulieren, weil eine andere Wahl haben wir auch nicht. Und es wäre auch ziemlich dämlich, wenn wir darauf verzichten würden, all das, was wir ja schon geschaffen haben, im Bereich zum Beispiel der Energiewende, aber auch des ökologischen Wirtschaftens, bei Umweltschutzgütern. Deutschland produziert heute 15% dessen, was auf dem Weltmarkt ist, an Umweltschutzgütern, das voranzutreiben. Also diese Idee einer grünen Werkbank Deutschland für die Welt, am besten einer grünen europäischen Werkbank für die Welt, die ist eine richtige Idee. Und es ist auch gut, dass wir eine Industrie haben, die das kann. Es ist nicht gut, wenn wir die Industrie aus dem Land vertreiben, weil dann ist die woanders und produziert dreckiger. Das ist auch eine Grundthese, die ich hier gerne sehr offensiv vertreten würde. Aber selbst wenn wir das alles schaffen mit der Wissenschaft, mit der Technologie, dann haben wir immer noch nicht die Frage gelöst, wie wir in den Ausgleich kommen zwischen dem, was wir vorfinden an den Tragfähigkeitsgrenzen des Planeten ökologischer Art und dem, was wir an Ansprüchen haben, dem, was wir an Wohlstandsversprechen haben, dem, was wir hier vorleben, was woanders nachgeholt werden soll. Der letzte UN-Bericht zur Weltarmutssituation, der hat auch das bereits beschrieben. Es gibt bereits hunderte von Millionen Menschen, die in diesen neuen Mittelstand hineinrutschen. Und das werden wir denen auch nicht verweigern. Ja, und das ist auch gut so, dass die da reinkommen. Aber auch das wird wieder dazu führen, dass wir am Ende bei all dem, was wir jetzt erreichen, das ist eben dieses Rebound-Thema, bei all dem, was wir erreichen, auf der ökologischen, technologischen Seite, mit neuen Ansätzen in der chemischen Industrie, dass man wegkommt von der Petrochemie, dass wir über den Maschinenbau reden, der nicht nur im Bereich der klassischen Industrie investiert, sondern in Windenergieanlagen, in neue Technologien. Die Infrastruktur der Städte der Zukunft in China wird allein bis 2020 werden 100 Millionen Menschen vom Land in die Stadt ziehen, da werden ganz neue Städte gebaut und diese Städte sind insgesamt größer als Deutschland. Also allein das, was dazukommt. Deswegen wird auch die Zukunft sich nicht in München oder Berlin entscheiden, die wird sich in diesen Megacities der Zukunft entscheiden. Also da gibt es natürlich ganz viele Potenziale. Und jetzt komme ich eben auf diesen zweiten Aspekt, was zu tun ist. Bei all dem, was man wissenschaftlich, ökonomisch mit einem starken Rahmenbedingungen, Emissionshandel, mit Ökosteuern, mit entsprechenden europäischen Abkommen, mit Klimaschutzabkommen für einen Rahmen setzen kann und muss, muss man die soziale Komponente, die Lebensstilkomponenten einbeziehen, aber so einbeziehen, dass die ein Versprechen sind für die Zukunft und nicht ein Verzichtsversprechen. Verzicht ist der Tod der grünen Debatte für eine ökologische Transformation. Das ist also meine Erkenntnis mittlerweile. Ich habe da mal mit angefangen, damit experimentiert mit diesen Versprechen. Ich glaube, damit kommst du nicht weit, weil wenn ich mich hinsetze als wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen hier in Deutschland und gehe irgendwo ins Ausland, dann war jetzt vor kurzem in Nairobi zum Beispiel, auch bei der Böll-Stiftung vor Ort, und dann erzähle ich denen was, ja, ist ja schön und gut, wir haben das jetzt erreicht, aber ihr macht das jetzt mal ein bisschen langsamer, ja, das ist dann dekadent. Das kann nicht das Versprechen sein, was wir prägen. Aber was man versprechen kann, ist, dass zum Beispiel es sinnvoll ist, in einer Stadt, die sehr verdichtet ist,
nicht mehr eine Mobilität zu pflegen, die auf Besitz beruht, dass jeder ein Auto besitzt, sondern dass die Nutzung des Automobils, dass die Intermodalität von Mobilitätsträgern, dass das ein Positivversprechen ist, ein Freiheitsversprechen. Da kommen wir zum Freiheitsbegriff. Das ist Freiheitsbegriff Nummer eins. So, bei der Ernährung wäre der nächste Sektor. Da müssten wir ja eigentlich, und das ist, da zerbreche ich mir heute noch den Kopf, wie man da mal einen guten Ansatz formulieren kann, weil der eigentlich richtige Ansatz wäre, weniger Molkeprodukte, weniger Fleischprodukte, weniger Flächenverbrauch in der Landwirtschaft. So, wie mache ich das? Sage ich jetzt einmal die Woche nur noch Schweinsbraten weltweit? Ist nicht ganz so leicht. Eine Fleischsteuer, wie populär wäre die? Bin ich mir nicht sicher. Die Vegetarierbewegung, die es selbst bei US-Studenten gibt, 20% der US-Studenten sind heute Vegetarier, es ist gut, ja, da bewegt sich was. In der Bildung kann man viel machen, ich habe zwei kleine Kinder in den Kinderkrippen, die sollen mal schauen, dass sie sich gesünder ernähren, weniger Fleisch, alles schön und gut, aber ist eine Perspektive für 30 Jahre. Ist vielleicht auch gut, wenn man weiß, es geht wenigstens los. Aber in diesem Bereich, wo ich genau weiß, da müsste ich verdammt viel ändern, ja, auch im Rahmen der globalen Gerechtigkeit. Eigentlich ist der Agrarbereich in vielen Entwicklungsländern der Welt der zentrale Bereich, wo es um Veränderungen gehen muss, weil die werden nicht in der kurzen Zeit Industrien aufbauen, die mit uns im Wettbewerb stehen. Also da, das wäre ein Bereich, wo man genau hinschauen muss. Aber hier, das wäre mal ein Diskussionspunkt hier in der Runde, fehlt mir jetzt persönlich der Ansatz, wie wir da eine Strategie erreichen, die zu einer wirklichen ökologischen Transformation führt, ja. Weil das Versprechen bei der Energiewende ist ja ziemlich sexy. Also wir können jetzt heute Atomkraft, auch Kohle, Gas ersetzen, wenn wir das entsprechend technologisch, ökonomisch umsteuern. Kostet ein bisschen Geld, wir können es leisten, wenn wir es wollten. Manche wollen es nicht, momentan kippt es wieder, weil wir alles schlecht reden. Übrigens katastrophal gerade. Was wir in Deutschland tun, ist, wir reden unser eigenes Erfolgsprojekt der Energiewende schlecht und im Ausland sagen alle, ah, schaut, die Deutschen schaffen das nicht. Ja, das sagen die in Bulgarien, das sagen die in Kenia, das sagen die in den USA jetzt. Und da machen wir das ja auch nicht. Weil die Deutschen, die wollen es ja selber nicht machen. Also das ist auch noch eine Schilderung. Also es geht auch um Vorbilderzählungen. Und die Energiewende, so klein die ist nämlich relativ klein immer noch im Kontext der ökologischen Transformation. Die wäre der erste Ansatz gewesen, zu sagen, da gehen wir nach vorne, da können wir das. Das ist ein Freiheitsversprechen, das ist ein Versprechen für neue Arbeitsplätze. Da geht was voran. Und dann musst du das ausdehnen. Du musst dann über die Infrastruktur der Städte sprechen, über die Mobilität reden. Du musst mit den wissenschaftlichen Akteuren das zusammendenken und am Ende dann immer sagen, und da gibt es eben diese Studie auf der Europäischen Union, also wenn wir die Mobilität runterbringen wollen in den Städten, dann sind das 60% Technologie vom CO2, ja, und 40% Verhaltensänderung. Ja. Das heißt, die Leute werden in der Zukunft anders mobil sein. Aber machen die das freiwillig? Ja, das machen die dann freiwillig, wenn sie ein gutes Angebot kriegen. Und das ist mein letzter Satz. Also bei allen Transformationsversprechen, auch im Sozialen, im Lebensweltlichen, sei es eine gesündere Ernährung, sei es eine neue Mobilität, sei es auch eine neue Art des Wirtschaftens, der solidarischen Ökonomie, das muss den Leuten am Ende einen persönlichen Mehrwert geben, weil die Menschen handeln nicht aus reinem Altruismus, auch nicht in der Zukunft. Das machen die ein Stück weit. Die finden sich zusammen in NGOs, in entsprechenden Verbänden und pushen Ideen nach vorne. Aber solange es noch Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die erstmal daran schauen, wie sie den nächsten Tag vernünftig rüberkriegen, während die sich nicht danach richten, was wir ihnen für philosophische Vorgaben machen, sondern die wollen ganz konkret sehen, was sie für einen Profit haben. Und das muss auch die Geschichte der ökologischen Transformation werden, auch lebensstilweltlich, auch sozial. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das gar nicht. Danke. Ja, danke schön. Habe ich überhaupt gar nicht geguckt. Ich habe gespannt zugehört. Das gute Angebot ist gefragt. Also wenn jemand von Ihnen und euch, habe ein bisschen geguckt, wer so da ist, da Vorschläge hat und eine Idee, also wie man diese Lebensstildebatte, diese soziale Debatte führen kann. Aber wir waren uns auch in den letzten Runden des Tages und gestern einig, dass das, also zumindest die überwiegende, dass es eben nicht über Verbote geht, nicht über eine Verzichtsdebatte und auch nicht das gute Leben zu propagieren, was in einer ganzen Szene. Gleich gibt es die Möglichkeit, Eva, auf jeden Fall. Und Gerhard. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier mal an der grünen Erzählung zu basteln. Ich glaube, das ist dringend nötig. Ich will mal mit einem kleinen Rückblick in unsere Parteigeschichte starten. Das ist immer im Bereich Wirtschaft total spannend. Das erste grüne Programm von 1980 hat nämlich ein Kapitel, wo es heißt, das bearbeiten wir später nochmal. Das ist das Wirtschaftskapitel.
Und das zeigt, dass man am Anfang sich da bei vielen Sachen eher uneins war. Es gibt ein paar Sätze durchaus auch zu wirtschaftlichen Fragen, zum Beispiel einen, der vielleicht dann wieder eine neue Aktualität bekommt. Ich zitiere: Sowohl aus der Wettbewerbswirtschaft als auch aus der Konzentration wirtschaftlicher Macht in staats- und privatkapitalistischen Monopolen gehen jene ausbeuterischen Wachstumszwänge hervor, in deren Folge die völlige Verseuchung und Verwüstung der menschlichen Lebensbasis droht. Ein schönes Deutsch, oder? 1980. So, aber interessant ist eben zum einen die Auseinandersetzung mit dem Wachstumszwang und dessen Wirkung auf die Zukunft unseres Planeten. Das ist im Endeffekt das, was du gesagt hast als Problematik, auch in einem ganz anderen Wording. Und so, du hast es viel stärker ja runtergebrochen, wo liegt eigentlich genau der Punkt. Aber im Endeffekt ist das die Sorge in einer Diskussion, die damals natürlich noch nicht so weit fortgeschritten war. So, und das Zweite, was man sehen kann, es gibt einen kritischen Blick auf die Marktmacht, sowohl durch staatliche Monopole als auch durch Marktmonopole in einem kapitalistischen System. So, also da gibt es so eine Skepsis. So, und dann aber das entscheidende Kapitel bleibt irgendwie leer. Und so sind die ersten Jahre der Parteigeschichte geprägt davon, dass man da sehr grundsätzliche Debatten geführt hat, aber sehr viel sich mit der Systemkritik insgesamt beschäftigt hat. Dann gibt es sehr starke Inputs aus dem gewerkschaftlichen Bereich, aus dem marxistischen Bereich. Es soll ja Grüne geben, die waren mal in verschiedenen K-Gruppen. Das merkt man auch so den ersten Programmtexten so ein bisschen an. So, dann gibt es eine zweite Phase der grünen Parteigeschichte in der Wirtschaftspolitik, wo dann nach 1994 eine Gruppe in der Grünen Bundestagsfraktion gesagt hat, wir müssen anhand auch einer guten Wirtschaft und Finanz- und Haushaltspolitik zeigen, dass wir regieren können, und konkrete Vorschläge zur Verbesserung des jetzigen Systems gemacht hat. Da gibt es eine Annäherung an die marktwirtschaftliche Debatte, eine knackige Wettbewerbspolitik, hat dann Margareta Wolf formuliert, Oswald Metzger, nachhaltige Finanzpolitik, Christine Scheel, wie bauen wir das Steuersystem um mit ökologischer Besteuerung etc. Es sind viele verschiedene Leute, ich nenne mal so ein paar. 94 habe ich gesagt, 94. Ja? Vielleicht habe ich mich versprochen, Entschuldigung, aber ich meinte 1994 die neue grüne Bundestagsfraktion. Nachdem 4 Jahre lang sozusagen nur die Ostgruppe drin war. So, und das wurde aber in der Partei sehr kritisch gesehen, weil viele gesagt haben, aber wo ist eigentlich die Vision, wo ist denn die Erzählung darüber hinaus? Und es gab in den Jahren danach und auch während der grünen Regierungszeit heftige Debatten, gerade in diesem Themenfeld. Häufig eine stark polarisierte Diskussion. Wir haben es dann im Zusammenhang mit dem Green New Deal mal geschafft, wieder eine gemeinsame Position zu haben, aber da blieb die Frage offen: Der Green New Deal ist irgendwie so ein Umbauprogramm, aber Umbauprogramm wohin eigentlich? Das gab in der Krisensituation, wo es gerade darum ging, Milliarden auszugeben, um irgendwo dieses wackelige System, Finanzsystem zu stabilisieren, gab es eine Einigkeit darüber, wenn wir schon so viele Milliarden in die Hand nehmen, dann müssen wir wenigstens irgendwie das für einen Umbau nutzen, müssen wir Klima- und Gerechtigkeitsfragen mit in den Blick nehmen, und da konnten wir uns sehr gut darauf verständigen, auf dieses konkrete Programm für den konkreten Moment. Aber bei ganz vielen Veranstaltungen haben die Leute gesagt, aber wohin wollt ihr denn eigentlich umbauen? Und heißt es jetzt, dass wir Grünen irgendwie die Wachstumskurve noch weiter antreiben wollen, und stabilisieren wir nicht ein System, von dem wir eigentlich wissen, dass es nicht so ganz funktioniert und unseren Planeten in die Verwüstung der menschlichen Lebensbasis führt? Um nochmal das schöne Zitat von 1980 zu nehmen. So, und ich glaube, dass wir jetzt uns dran machen müssen, weil die Bedrohung so groß ist für unseren Planeten, eine neue Ausstrahlung hinzukriegen in der grünen Wirtschaftspolitik, die darin besteht, dass wir eine plausible Erzählung haben, wo wollen wir hin, was sind konkrete Schritte, die man in einer nächsten Legislaturperiode angehen kann, aber was ist eigentlich auch die Idee, wo wir insgesamt hinwollen. Und meine Vorstellung ist, dass es da insbesondere 3 Elemente gibt, die eine wichtige Rolle spielen. Das erste Element ist, bei uns Grünen geht es, wenn es um Wirtschaft geht, nie nur um Geld. Es geht um die Bewahrung der Lebensfähigkeit auf unserem Planeten,
Manche würden jetzt religiös sagen, es geht um die Bewahrung der Schöpfung. Andere würden das technisch ausdrücken und sagen, es geht um den Footprint und über die Frage, können wir also ökologisch mit einem Planeten auskommen oder ist es so wie jetzt, dass wir im Durchschnitt als Menschen 1,5 oder 1,8 Planeten brauchen. Das ist etwas, worüber wir reden bei Wirtschaft und es darf nicht nur um Geld gehen. Wir reden aber auch über ethische Fragen. Also Grüne diskutieren bei den Exporten von Deutschland nicht nur, ob das insgesamt ein Exportüberschuss ist, der vielleicht die Europäische Währungsunion destabilisiert, sondern wir reden auch darüber, was exportieren wir eigentlich? Exportieren wir Streumunition? Exportieren wir mit Hermes-Bürgschaften des Bundes Atomtechnologie? Oder exportieren wir Umwelttechnik und Technologie für Kläranlagen in aller Welt? So, das ist eine Frage, die viele gar nicht so stellen. Hauptsache die Maschine brummt. Bei Grünen ist das eine entscheidende Frage. Da gibt es also eine ethische Komponente und es gibt auch eine soziale Komponente. Was man daran sieht, dass ganz viele Grüne irgendwie in dritte Weltläden, hießen die früher, heute sagt man Weltläden, arbeiten und fair gehandelte Produkte kaufen, wo die Idee ist, es soll nicht nur mir gut gehen bei diesem Tauschgeschäft, sondern auf der anderen Seite, der soll auch leben können. Da ist ein Gedanke von Fairness drin, der sich bis hinein in Fragen von Mindestlohn etc. zum Ausdruck bringt. Und das ist immer auch eine soziale Dimension dabei. Das glaube ich, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist und da habe ich noch nicht so eine ganz gute Überschrift. Ich glaube aber der Satz, Menschen sind nicht nur herumlaufende Geldbeutel. Und deswegen kann es bei Wirtschaftspolitik nicht nur um Geld gehen und bei Wirtschaften nicht nur um Geld gehen, dass der bei ganz vielen Grünen Unterstützung findet und dass der unser Markenzeichen auch sein kann. Ich würde es auch von der Parteienkonstellation so sehen. Die CDU hatte mal diesen Gedanken mit der christlichen Soziallehre. Die spielt aber de facto keine Rolle mehr. Da gibt es noch so Norbert Blüms und so, die irgendwo sozusagen auf dem Alumni-Treffen der CDU mal zwischendurch auftauchen können. Aber in der aktuellen Wirtschaftspolitik spielen diese Gedanken keine Rolle. Mein zweiter Punkt, wenn diese ökologische und ethische Frage eine Rolle spielt, dann können wir nicht so leben, dass wir unseren Globus kaputt machen. Und dann sind wir bei dieser Frage, wie viel Wachstum ist eigentlich möglich? Da hat Dieter das ausgeführt, was nötig ist. Es gibt da eine Riesenherausforderung auf globaler Ebene und Deutschland spielt da eine Rolle. Wir können nicht in Deutschland stellvertretend für den ganzen Globus irgendwie durch Verzicht das alles machen, sondern wir müssen auch eine technologische Antwort finden, aber die technologische wird nicht ausreichen, weil die möglicherweise eben über die erzeugten Wachstumseffekte die Herausforderung noch wieder größer macht. Und deswegen glaube ich, dass wir anknüpfen müssen an die in der Grünen Partei immer vorhandene Wachstumsskepsis, aber wir müssen es so machen, dass wir damit wirtschaftspolitisch nicht völlig auf die Füße fallen. Also ich meine, wir sind ja dann manchmal in so Debatten mit irgendwelchen Konzernlenkern und so und wenn die so einen Eindruck haben, die wollen jetzt irgendwie den Wachstumsknopf ausschalten und die ignorieren, dass dann die Arbeitslosigkeit vielleicht nach oben geht und so, so kann eine grüne Wachstumsskepsis nicht aussehen. Aber interessant ist ja, dass die Prognosen für Deutschland sind, dass in den nächsten Jahren die Wachstumsraten gar nicht so hoch sind. Das heißt, die Herausforderung ist jetzt weniger im Moment, die Wachstumsraten runterzuschrauben, als vielmehr unser Wirtschaftssystem so umzuschrauben, dass trotz geringen Wachstumsraten wir nicht steigende Arbeitslosigkeit, nicht steigende Verschuldung und wachsende Armut haben. Überschuldung ist ja nicht nur ein staatliches Problem, sondern wir haben auch steigende Raten von Überschuldungen von Haushalten bis weit in die Mittelschicht hinein. So, ich glaube, dass das eine große Frage ist, wie kriegen wir das hin? Mein dritter Punkt. Wir werden in der jetzigen Organisationsform unserer Wirtschaft, in der die Wirtschaftspolitik ganz stark von großen Unternehmen bestimmt wird, über ihren Einfluss und auf der anderen Seite teilweise aber auch von staatlichen Unternehmen, die es nicht besser machen, nicht hinkriegen und es widerspricht auch dem grünen Gedanken von Wirtschaft, wenn wenige große Unternehmen unsere Selbstbestimmung beeinflussen, indem sie unsere Daten nehmen und uns damit auch kontrollieren können. Es widerspricht grüner Vorstellung von Wirtschaft, wenn es so Unternehmen gibt wie Monsanto, die praktisch den ganzen Landwirtschaftsbereich versuchen, in Abhängigkeitsstrukturen zu organisieren, sodass da nicht mehr ein freier Landwirt ist, sondern eigentlich ein von einem Großunternehmen abhängig gehaltener. Und es widerspricht
einer grünen Vorstellung von Wirtschaft, wenn große Banken mit Milliarden subventioniert werden und auf der anderen Seite kleine Institute irgendwie diesen Vorteil nicht haben und keine Chance haben im Wettbewerb. Könnte man viele, viele Beispiele nennen. Ich glaube deswegen, dass Grüne eine Anti-Big-Business-Partei sind. Aus unserer inhaltlichen Position heraus, aus unserer ethischen Position heraus und aus der Frage, wie soll eigentlich Wirtschaft aussehen. Wir brauchen eine kleinteiligere Wirtschaft und für mich gehört zu diesem Anti-Big-Business, aber da müssen wir nochmal an der Formulierung feilen, dass wir auch ein gutes Controlling staatlicher Unternehmen und staatlicher Administration haben. Es ist ja nicht so, als hätte nur die Deutsche Bank übel getrickst, sondern die WestLB hat Kommunen dazu verleitet, mit dem Geld der Steuerzahler zu spekulieren. Das heißt, der Steuerzahler hat den Steuerzahler mit Hilfe von Investmentbank-Modellen in London über den Tisch gezogen. Und wenn wir jetzt lesen dieser Tage, und das ist mit einer der übelsten Geschichten, die gelaufen sind in den letzten Jahren, dass auch staatliche Banken vermögenden Leuten geholfen haben, den Fiskus direkt zu beklauen. Also nicht nur, so wie Hoeneß, nichts zu zahlen, was man zahlen müsste, sondern sozusagen direkt über Cum-Ex-Deals heißen die, also Aktiendeals mit einem bestimmten Trick dabei, sozusagen sich vom Finanzamt etwas erstatten zu lassen, was einem nicht zusteht. Das ist so ähnlich, wie wenn du die Rittersportschokolade im Laden mitnimmst und sie nicht zahlst. Diebstahl an der Gemeinschaft. Und wenn staatliche Banken so etwas mitorganisieren, dann haben wir nicht nur ein Problem mit Big Business im Privatbereich, sondern wir haben auch das Problem, dass große Institutionen im staatlichen Bereich völlig Amok laufen und dringend auf ihre eigentliche Aufgabe konzentriert werden müssen. Und mit diesen drei Punkten wollte ich auch meinen Input beenden. Da ist jetzt eine ganze Menge angesprochen. Also ich möchte sofort die Einladung nochmal aussprechen. Ja, kommen Sie einfach hier rum und auf den Tisch. Und gibt es noch eine weitere Meldung? Silke Inselmann. Eva, dann jetzt habe ich schon zwei besetzt, nächste Runde bestimmt gerne. Silke Inselmann kenne ich, Kollegin, Stiftung Leben und Umwelt aus Hannover, Kollegin im Prinzip. Und Sie müssten sich selber vorstellen, kenne ich leider. Ja. Ja, also es waren eine ganze Reihe von Inputs und ich greife mal zwei Punkte auf, die mir in meiner Arbeit in der Landesstiftung in Niedersachsen begegnet sind. Also einmal zu Gerhard Schick. Wir haben mal eine Veranstaltung gehabt mit Tim Jackson, Grenzen des Wachstums, ein Buch der Böll-Stiftung. Und in der Diskussion stand ein junger Student auf und sagte dann, wenn das, was Sie hier beschreiben, richtig ist, dann bedeutet das doch für die Ausbildung unserer Ökonomen, dass diese Gehirnwäsche, die dort stattfindet, gestoppt werden muss. Das heißt, wenn wir über Ökonomie bei den Grünen diskutieren, müssen wir auch die Bildungspolitik mit in den Blick nehmen. Das ist so der eine Aspekt aus meiner Perspektive. Und der andere, Dieter Janicek, du hast gesagt, du hast die Landwirtschaft angesprochen. Ich beschäftige mich gerade ganz intensiv mit Fragen von Landwirtschaft. Niedersachsen ist Agrarland Nummer eins, da liegt das irgendwie sehr nahe. Und wir gucken, wie kann eine Landwirtschaft grüner aussehen. Also Nachhaltigkeit war vorhin der Begriff, Zukunftsfähigkeit ist für mich eher so die Perspektive. Und wir haben ja, ich verbinde das mal mit der Debatte von vorhin nach der Freiheit. Wir haben darüber gesprochen, die Freiheit ist die Freiheit der anderen. Und du hast gesagt, die wollen einen Profit haben. Und ich frage auch da, wer sind denn eigentlich die? Also sind das wirklich die, ist das die Agrarindustrie? Wenn man den Weltagrarbericht sich anguckt, dann wird deutlich, dass da wenige sehr viel verdienen. Da haben wir nämlich auch wieder diese Schere zwischen wenige kriegen viel und viele gehen leer aus. Und wenn ich jetzt die globale Perspektive noch mit in den Blick nehme, dann sind die, die Profit haben wollen, eben auch die, die in den Weltläden einkaufen bzw. die Produkte für die Weltläden herstellen. Also heißt es doch auch, dass unsere Ökonomie auch oder unsere Ökonomiepolitik auch dafür Antworten formulieren muss. Dass es nicht nur wenigen in der Agrarwirtschaft bei uns gut geht, sondern weltweit. Ja,
Also mein Ansatz wäre ganz klar, dass man diese Entrepreneure des Wandels, diese positiven Beispiele, dass man die sammelt, bündelt und zeigt. Und das ist für mich Politik. Und so entsteht Veränderung. Und das wäre auch für mich der Ansatz grüner Wirtschaftspolitik. Übrigens auch im Agrarbereich, dass man diese Ansätze von Befreiung sozusagen, die du genannt hast, nämlich dass durch eine andere Art der Landwirtschaft mehr Leute profitieren, diesen Profit haben und dann am Ende das Ganze auch gerechter zugeht, übrigens gerade in den Entwicklungsländern, Entwicklungsstaaten. Das Beispiel Kenia ist jetzt so, ich meine, die wissen auch, die haben die Möglichkeit, erneuerbare Energien zu nutzen. Die haben übrigens eine sehr intensive Diskussion über eine neue Art des Landwirtschaftens. Dort gibt es richtig massive Lobbyverbände in Richtung Bioökonomie, die das pushen, weil die merken, wenn die das nicht machen, dann kommen die anderen und machen das zentral. Und das Problem ist aber, die ganze Policy in vielen solchen Staaten, die ist so nicht geordnet. Das ist alles sehr monopolisiert, das ist korrupt. Es ist so, dass man komplexere Systeme und erneuerbare Energien sind komplexer als ein Kohlekraftwerk neu zu bauen, wie es jetzt auch in Kenia gemacht wird und eine neue Ölpipeline an der indischen Küste zum Indischen Ozean. Und diese Projekte, die kommen dann sehr kraftvoll und dann sagen die Leute, das ist Wohlstand, das ist Wachstum, dem folge ich. Vielleicht auch, weil die Möglichkeit der Information oder auch der Bildung noch nicht so weit ist, vielleicht auch, weil das einfach aber auch das Vertrauen, dass ein komplexes System, nämlich ein Wandel eines landwirtschaftlichen Systems, ein Wandel eines Energiesystems, natürlich auch sehr viel gute Stellschrauben erfordert, also auch wirklich ein Gedankenprozess ist, der sich durchsetzen muss. Und das ist so meine Beobachtung, das ist gerade ein Grundproblem, dass eigentlich die Lösungen auf dem Tisch liegen, aber die Umsetzung daran hapert, dass die falschen Leute in den falschen Positionen sitzen. Das ist im Prinzip ja auch das, was Gerhard sagt. Wir haben ja ein Stück weit einfach ein Vermachtungsproblem. Nicht ein Stück weit, wir haben ein massives Vermachtungsproblem. Auch in Deutschland übrigens, dass eben Lobbys Interessen dominieren und eben nicht das Gemeinwohl die Interessen dominiert. Das habe ich jetzt sehr abstrakt beantwortet. Vielleicht noch zum Punkt Wachstum ganz kurz. Das ist ja deine Frage gewesen, Jim Jackson und so. Also mir ist sehr gelegen an dieser Wachstumsdebatte. Ich weiß, hier ist ja auch Daniel, Degrowth und so. Dass wir sehr genau aufpassen, was ist die Botschaft. Ja, weil es gibt sehr viel, ich kenne diese Nico-Pech-Bewegung und alles, und ich habe mich mit vielen beschäftigt, aber wenn am Ende die Botschaft so rausläuft, dass dann so ein paar, ich sage das mal sehr despektierlich, so ein paar wohlhabende Münchner oder Berliner dann auf ihrer Scholle ein paar Tomaten anpflanzen und so, dann ist das ja schön für die, ja, aber für den Klimawandel weltweit ist das überhaupt nichts wert. Ja, das bringt nichts. Ja, also sage ich, ich schmeiße das jetzt mal so rein, ja, weil ich finde, am Ende muss die Botschaft doch sein, wie können wir das hinkriegen mit diesen 9 bis 10 Milliarden Menschen weltweit und dass wir hier so ein bisschen in Berlin, das ist alles toll, was wir machen, aber das löst es am Ende nicht. Es gibt auch eine Studie, die einfach sagt, wenn du was verändern willst, ökologische Transformation ist erstmal momentan 3% Lebensstile, 97% Rahmenbedingungen, also von dem, was du ändern kannst. Also du musst wirklich die Politik in die Pflicht nehmen. Die Politik ist der erste Akteur und die wird aber getrieben von den vielen solidarischen Initiativen. So, danke. Daniel Konstein, mein Name. Jetzt wurde ich schon so halb eingeführt. Ich habe mich gestern auch zu Wort gemeldet als Wachstumskritiker, bin einer der Koordinatoren der Degrowth-Konferenz, die jetzt im September in Leipzig stattfinden wird. Genug der Schleichwerbung. Mich treibt diese Frage sehr stark um, wie lässt sich die wachstumskritische Diskussion so führen, dass wir nachher nicht im gesellschaftspolitischen Abseits stehen. Auch aus der Erfahrung heraus, dass ich in Oldenburg 2 Jahre bei Nico Pech studieren durfte und gemerkt habe, welches Klientel er anzieht und welche Lösungen er vorschlägt, aber auch welche andere Lösungen in dieser wachstumskritischen Diskussion öfters angeboten werden und dass es teilweise einen enormen Mangel an Lösungen gibt. Bin aber auch aufmerksam geworden auf diese Veranstaltung hier, weil es explizit um eine grüne Geschichte geht. Mir geht es um eine grüne Geschichte jenseits des Wachstumszwangs. Ich würde es auch so formulieren, wie du das formuliert hast, dass dort ökonomische Zwänge zu wachsen, nämlich weil unsere Sozialsysteme sonst nicht stabil bleiben, weil unser Finanzsystem ansonsten zusammenbricht, unser Geldsystem genauso, aber auch unser Arbeitsmarkt davon abhängt. Mich interessiert, wie man davon loskommt und wie man trotzdem politischen Anspruch behalten kann, der heute reale Lösungsoptionen angehen will. Und für mich ist das eine Geschichte von Grünen, die ein Recht auf gutes Leben durchsetzen. Das wirkt jetzt sehr weit entfernt und es klingt auch so, als ob es nur ein gutes Leben gibt. Nein, es gibt sehr viele gute Leben. Aber ich glaube, was wir Grünen vermögen können, wenn wir die wachstumskritische Debatte ernst nehmen, ist, dass man, auch wenn man wichtig schätzen muss, wie viel industriepolitisch verändert werden muss, Stichwort Effizienzrevolution, dass man auch wahnsinnig wichtig nehmen muss, wie viel an den Lebensstilen sich verändern muss, ohne mit dem Zeigefinger
auf andere zu zeigen und zu sagen, du musst verzichten, und das klingt viel zu sehr nach Nico Pech, sondern um die Rahmenbedingungen zu ermöglichen, weniger verbrauchen zu dürfen. Udo von Winterfeld hat immer gesagt, es geht darum, weniger haben wollen zu müssen. Verzicht ist der Tod, grünes Wachstum allein ist aber auch der Tod. Du hast vorhin Verzicht ist der Tod gesagt, deswegen greife ich das auf. Ich glaube, gutes Leben für alle ist möglich, wäre eher eine Geschichte, die das anders aufgreift. Und ich mache es jetzt mal so an drei Beispielen konkret. Wo sind die Akteure, die sowas heute ermöglichen können, die aus der Zivilgesellschaft, ich nenne es ja manchmal auch Zivilökonomie, heraus erwachsen? Da geschieht Innovation, das ist soziale Innovation, die tatsächlich Bedarfe anders befriedigen, sodass sie nicht am Wachstumsmodell hängen. Und ich nenne mal nur das übliche Beispiel Carsharing, da sind auch große Konzerne dran, aber die ermöglichen Mobilität anders zu nutzen und auch mit deutlich weniger Verbrauch und deutlich weniger materialintensiv zu nutzen. Aber ich möchte auch zwei Beispiele nennen, die nicht so häufig in der Debatte aufkommen, das ist das Mietshaus-Syndikat und solidarische Landwirtschaftsmodelle. Das Mietshaus-Syndikat als Zusammenschluss von Hausprojekten, die deutschlandweit eine fünfstellige Anzahl an Leuten beherbergen und die ein Wirtschaftsmodell sozusagen gefunden haben, wie Hausprojekte langfristig vom Markt genommen werden können, sodass eine Kapitalverwertungslogik existiert. Und solidarische Landwirtschaftsmodelle nenne ich auch, weil du ja nach Lösungen im Agrarsektor gefragt hast, als Erzeuger, Verbrauchergemeinschaften, möglichst noch mit einem demokratischen Anspruch bei der Zahlungsweise, die es ermöglichen, regionale Landwirtschaft in der Region zu halten, Bauern zu ermöglichen, regional zu produzieren und weniger vom Weltmarkt abhängig zu sein und gleichzeitig ein Bedürfnis der Menschen befriedigen, nämlich nach regional und guter erzeugter Nahrung. Grüne, die so etwas fördern, ermöglichen den Abbau von Barrieren zu möglichst vielen guten Leben. Und guten Leben als verstanden als das, was nicht das gute Leben anderer beeinträchtigt. Und ich glaube, in die Richtung weiterzugehen, könnte es sich lohnen. Ja, das ist spannend. Gerhard hat schon gleich das Mikrofon gezückt. Würdest du darauf antworten wollen? Oder, aber ich wollte gerne noch eine Frage davor stellen, weil mir das sonst vielleicht, also ihr habt nach diesen Lösungen gefragt und wir sind auf der Suche, ich habe auch dazu aufgerufen und gleichwohl, wenn jetzt so eine Einigkeit entsteht, möchte ich schon noch kritisch fragen, kann das reichen? Also wir sind eine hochindustrielle Gesellschaft, hochindustrialisierte Gesellschaft. Wir sind auch ein erfolgreiches Role Model in Europa mit den Gefährdungen, die ja beschrieben sind und die jetzt auch nicht strittig sind. Und wir haben Big Business und wir haben daraus Probleme. Ich weiß, du hast dein Buch geschrieben mit dem Thema Machtpolitik. Also hast gesagt, hast eben ja auch in deiner Antwort da nochmal drauf abgestellt, dass wir da halt aufpassen müssen. Aber geht es nicht da zu leicht in so eine ganz alternative Antwort, die dann an den kleinen Beispielen die Lösung ausbuchstabiert für die gesamte Gesellschaft, für ganz Europa, und kann das funktionieren? Das würde ich dann euch beide nochmal fragen. Also ganz klar ist, du kannst nicht nur jetzt in Deutschland sagen, wir bauen jetzt alles um auf ein paar kleine Ökogenossenschaften, ja? Dann sind wir in der Nische und uns nimmt niemand ernst. Ich glaube aber, was du klar machen kannst, ist, wir wollen hier faire Entwicklungsmöglichkeiten. Wir brauchen eine Wirtschaftspolitik für den Non-Profit-Bereich, für den Low-Profit-Bereich, für den ganzen Bereich der wirtschaftlichen Betätigung und Vereinen. Da ist ganz viel rechtlich unklar. Ganz viel kommt nur so de facto aus dem Sozialrecht, wo du irgendwelche Leute beschäftigen darfst unter irgendwelchen Bedingungen. Aber die Diskussion, die jetzt gerade bei dem RDRC war, muss der eigentlich Steuern zahlen oder nicht? Ist der eigentlich ein Verein oder ist der Wirtschaft? Das stellt sich ja für ganz viele Sachen so. Und ich glaube, dass es eine grüne konzeptionelle Aufgabe ist, eine Wirtschaftspolitik für den Non- und Low-Profit-Bereich zu entwickeln, wo die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, stabil sind und wo du weißt, was du da tun kannst. So, und dass du auch sozusagen gesellschaftsrechtliche Modelle hast, in denen die Kontrolle funktionieren kann, sodass dann der Genossenschaftsvorstand nicht gegen die eigenen Mitglieder wirtschaftet. Das passiert nämlich in vielen Genossenschaften, da soll man auch nichts schönreden. Hat schon jeder Landwirt über seinen Genossenschaftsvorstand geschimpft. Ja? So, und da sind ja auch Kerne dran. Also das ist, glaube ich, ein ganz großes konzeptionelles Entwicklungsfeld, und da würden wir eben sagen, wir bereiten mal den Weg für andere Formen des Wirtschaftens. Und das finde ich, da bist du erstmal, hast du genug zu tun, und da gibt es übrigens sehr viele Leute, wir machen so nichts vor, wie viele Leute arbeiten denn im Kulturbereich in Institutionen, die letztlich kein Profitziel haben, sondern wo es darum geht, irgendwie das Theater am Laufen zu halten, irgendwie dieses Kulturzentrum über die Runden zu kommen, und die Leute wollen davon leben, aber es geht nicht darum, dass da jetzt hier eine große Rendite auf das eingesetzte Kapital erwirtschaftet wird. So. Und das Zweite ist natürlich, dass du
schauen muss, wenn ich sage Machtwirtschaft, dann heißt es ja nicht, dass alles, was oberhalb von 50 Beschäftigten ist, irgendwie böse ist. Ja, sondern es gibt ganz viele Unternehmen, Eigentümer geführt, die relativ gute Größenordnungen haben. Es gibt Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die relativ groß sind und so. Entscheidend ist doch, dass die Akteure, die so wirklich die Spinne im Netz einer globalen Wirtschaft sind, sehr viele andere Unternehmen kontrollieren, ein riesen Gemischtwarenladen sind über Beteiligungen. Und da reden wir wirklich um Unternehmen mit Billionen Bilanzsummen. Und da haben wir ein Problem, weil die nicht mehr steuerbar sind. Und insoweit sie steuerbar sind, es nur um Geld und Macht geht und deren Möglichkeiten am Markt Erfolg zu haben, ganz stark von ihrer Position im Markt abhängen. Und da, finde ich, müssen wir klare Kante zeigen, weil in diesen Bereichen kommt nicht viel Gutes raus. So, aber das ist eben nicht gleich, also in Mannheim habe ich viele mittelständische Unternehmen, die sind Weltmarktführer in ihrem Bereich und die sind aber nicht auf einer Größenordnung wie JP Morgan. Ja? Und für die können wir, glaube ich, viel Positives an Wirtschaftspolitik formulieren. Jetzt will ich eine zusätzliche Sache noch reinbringen in die Debatte, oder willst du das nachher machen? Das ist die Frage der Verteilung. Da sind Grüne, machen wir die nachher, dann machen wir die nachher, alles klar. Aber die müssen wir noch heute machen, weil die ist wichtig für Grüne, weil wir uns daran immer wieder reiben und da müssen wir auch gucken, dass wir da konzeptionell ein bisschen Klarheit nach vorne kriegen. Ich werde aufgenommen, ich muss sprechen ins Mikro, alles klar. Ja, also die Frage war nochmal Big Business versus nicht Big Business und was ist gut und was ist schlecht. Das ist nicht ganz so einfach. Also ich meine, in Deutschland ist es ja so, Mittelstand, das ist dann schnell mal ein Unternehmen mit einer Milliarde. So, ne? Also nicht per Definition, da ist bei 250 Millionen Schluss, aber in Bayern war ich in 90 Landkreisen, da gibt es keinen Landkreis, der nicht einen Betrieb hat, der 1000 Mitarbeiter hat. Das gibt es nicht bei uns. Also das ist so und das sind oft nicht sehr bekannte Betriebe und die sind nicht Big Business, sondern das sind Weltmarktführer in Nischen. Und das ist Mittelstand, die sind oft familiengeführt und trotzdem setzen die einen Haufen Umsatz um und sind wichtig. Also und die können, wenn die da richtige Leute drin sitzen, die was Richtiges erreichen wollen. Und meine Erfahrung ist sehr wohl, dass in der Wirtschaft es sehr viele Leute gibt, die was bewegen wollen. Es gibt aber auch sehr viele, die in die andere Richtung gehen wollen. Und da gibt es halt Kulturkämpfe und die gibt es auch bei Siemens. Also auch Siemens baut die Infrastrukturen der Zukunft in China, ja, oder auch in Deutschland zum Teil. Und auch die machen eine Studie 2050, klimaneutrale Stadt. Ob die das jetzt aus Altruismus machen, ist ja erstmal egal. Die haben halt, das ist mein zentrales Argument der Debatte, also wir werden ja diese ökologische Transformation nur dann durchsetzen, wenn wir auch ein ökonomisch starkes Argument dafür kriegen. Und das muss dieser Tipping Point sein. Und der Tipping Point ist, dass sich neue Technologien lohnen. Und nicht, dass wir die nur wollen, weil wir aus der Atomenergie raus wollen. Sage ich jetzt auch nochmal so ein bisschen platt. Ja, das reicht halt nicht. Weil der Rest der Welt, ist, dem ist das auch gar nicht so wichtig, aus der Atomenergie raus zu wollen. Vielleicht in Japan ein bisschen mehr, aber ansonsten, also es geht wirklich darum zu sagen, hey, das macht doch Sinn, da zu investieren, weil wenn du es im fossilen, mentalen, geprägten Pfad weiter investierst, dann machst du aus mehreren Gründen Verlust. Zum einen, weil das einfach künftig mit den Ressourcen ein Problem wird. Das ist übrigens auch meine Grundthese, Ökonomie ist eben, ist nicht so, dass Energie ein Teilpfad von Ökonomie ist, sondern Ökonomie ist ein Teilpfad von Energie. Ja. Deswegen ist die ganze Ökonomenzunft, die sollte mal ein bisschen drüber nachdenken, in welchen Kapazitätsräumen wir uns befinden. Wir befinden uns ja nicht irgendwie auf dem Planeten und es kann immer weiter wachsen und es ist egal, wie die Parameter sind. Das ist ja nicht so. Das ist aber in der volkswirtschaftlichen Diskussion. Ich habe dich natürlich ausgenommen, du warst das löbliche Gegenbeispiel und du auch. Aber also ich mache das jetzt kurz. Also ich denke, darüber muss man reden. Und natürlich ist Klimawandel Parameter, aber auch Klimawandel wird nicht die Haupttriebfeder sein. Sorry, Leute, ist leider so, da gewöhnen sich schon die Leute dran. Also es wird am Ende sein Ressourcenknappheit, es wird Technologieentwicklung, Photovoltaikzelle bei 1000 ist besser als bei 6000. Und dass wir halt dafür die Rahmenbedingungen setzen. Das haben wir schon ganz gut gemacht, aber es reicht halt nicht. Und deswegen sind diese anderen Beispiele der solidarischen Ökonomie, letzter Satz, das nehme ich gerne mit, dass wir als Grüne mal daran arbeiten sollten, vielleicht können wir da mal ein bisschen intensiver reden, was denn die richtig guten Rahmenbedingungen sind, um diese Entrepreneure des Wandels zu fördern und die Ermöglichungen zu schaffen für grüne Art von Wirtschaften, für alternative Formen, da mal ein Bündel von Maßnahmen zusammenzustellen, weil das geht ja irgendwie ein bisschen unter in der Gesamtdiskussion. Ja. Darf ich da noch einen Satz sagen, vorher zu dem, was Dieter gesagt hat, so mit dem Berliner Wohlstandsbürger mit seiner Tomate sozusagen. Ich finde, das Entscheidende an der Stelle ist, wenn du dich selber zurückziehst in deinem Verzicht
weil es dir gut tut oder aus einer moralischen Überzeugung heraus, auf deinen Ökolandbau und deine eigene Ökobilanz optimierst, dann ändert das am Gang der Welt sehr wenig. Wenn du mit anderen zusammen versuchst, eine Struktur aufzubauen, die Vorbild sein kann für andere, die sich multiplizieren kann, wenn da soziale Innovationen draus entstehen, so wie irgendwann mal Carsharing entstanden ist, wie irgendwann mal Leute experimentiert haben, kann ich eigentlich auch unter modernen Bedingungen attraktive Schokolade, attraktiven Wein nach biologischen Kriterien herstellen, der auch irgendwie in die Spitzenklasse kommt und auch irgendwie gut schmeckt und nicht so wie die ersten Schokoladen, die wir in den Weltläden verkauft haben. Die haben wir auch gegessen, aber sie waren nicht so lecker wie die heute. Ja, also haben wir auch Qualitätssprünge. So, wenn aus diesen ganzen Sachen was Spannendes rauskommt, was sich verbreitern kann, dann ist es eine soziale Innovation und das brauchen wir ganz, ganz dringend. Und ich glaube, das ist das Wichtige zu sehen. Zum einen, das ist ein Innovationsfeld, wo wir Ideen aufnehmen sollten, aber vor allem brauchen wir auch von allen, die meinen, dass sich was ändern muss, unbedingt die politische Unterstützung. Ich sage immer in einem Satz gesprochen, die Deutsche Bank hat nicht Angst vor dem Chiemgauer. Aber wir brauchen die Leute, die den Chiemgauer organisieren, um der Deutschen Bank ein wenig Angst zu machen, weil sie ist zu mächtig. Alles klar. Jetzt, um das nochmal ein bisschen zu sortieren, wie wir weitergehen. Kommt auf jeden Fall gleich. Ich wollte nur, der rechte Platz ist frei. Und Eva, du hattest, möchtest du das machen? Nee, wenn du das von hier machen möchtest, von dort, dann würde ich bitte sagen, warte noch einen kleinen Moment. Weil er ist jetzt erst dran, dann kann noch darauf reagiert werden, dann bist du und danach sie. Merkel. Ich möchte eine zweite Perspektive auf Ökonomie einbringen, und zwar nicht nur die Produktionsseite, sondern auch die Verbrauchseite und da explizit die VerbraucherInnen und Verbraucherseite. Über die wird an meiner Stelle deswegen bei den Grünen zu wenig geredet, weil wir denken, dass wir in den 8 Jahren Rot-Grün schon genügend für die Verbraucherrechte getan haben. Und da ist sehr viel passiert, dass wir heute überhaupt uns als Verbraucherrecht wahrnehmen, darüber informiert zu werden, was alles auf den Inhaltsstoffen draufsteht, dass wir das als Recht wahrnehmen, zu wissen, wie die Produktionsbedingungen sind. Das ist ein sehr wichtiger Schritt gewesen. Ich glaube, wir müssen es noch ein Stück weiter denken, um zu einer, ich nenne es wiederum, wachstumskritischen Perspektive auf Verbrauch zu kommen. Es ist ja nicht der Verzicht, der Verzicht ist das Problematische, das Verzichten können oder das Konsumieren müssen ist das Problematische. Und an der Stelle glaube ich, dass wenn man für Verbraucherpolitik so weiterdenkt, dass man dann auch dahin geht und fragt, was wollen denn die Menschen? Ich glaube nämlich nicht, dass man immer nur von einem Konsumbürger ausgeht, der alles haben möchte, sondern dass es genügend Menschen gibt, in deren Namen wir sprechen können, ohne uns moralisch mit dem Verzichtszeigefinger die Hände schmutzig zu machen, sondern in dem Sinne, dass wir einfach nur auf sie zeigen und sagen, schaut mal, die wollen das, sie können es aber nicht. Sie können ihr gutes Leben nicht leben, wenn sie auf dem Land leben, aber keinen Zugang haben zum ÖPNV, der ihnen sozusagen den Kauf eines eigenen Autos oder vielleicht sogar zwei nahelegt. Das ist ein Einschnitt in mein Recht als Verbraucher, als Bürger. Das ist genauso ein Einschnitt, wenn meine Bahnfahrt mich zur Ostsee mehr kostet als der Flug nach Mallorca. Das ist ein Einschnitt in dem Sinne, dass ich mich als Verbraucher nicht in der Lage sehe, in der Gesellschaft Unterstützung zu finden für meinen persönlichen Wunsch, in dieser Gesellschaft zu leben. Verbraucher nur auf die Konsumentenrolle zu reduzieren, heißt dann zu schauen, was machen die Produkte genau. Aber das weiterzudenken, Verbraucher als Bürger wahrzunehmen, die ein gutes Leben leben wollen, heißt an ganz verschiedenen Stellen in den Politikfeldern Schrauben zu finden, wo man etwas ändern muss, damit sich etwas durchsetzen lässt, was ich Recht auf Konsumfreiheit oder Freiheit vom Konsum nennen möchte. Und ich glaube, in die Richtung denken wir noch zu wenig. Stichwort Werbedebatte, die hier in Berlin aufgepoppt ist, weil sich so ein Amt für Werbefreiheit eingesetzt hat für 4 popelige Plakate, die Friedrichshain-Kreuzberg besitzt und da gesagt hat, wir wollen da bestimmte Regelungen, wie diese Werbung durchgesetzt wird. Die Debatte muss noch viel breiter werden. Und ich glaube, wir machen uns nicht die Hände schmutzig, wenn wir diejenigen unterstützen, die diese Debatte führen wollen, weil sie eine sinnvolle ist. Darauf Dieter nochmal mit einer Antwort und dann Eva. Ja, also ich denke, der entscheidende Ansatz muss doch sein, ökologisch wertvolles Verhalten muss belohnt werden, so rum. Ja? Und ansonsten kann man den Verbraucher ja nicht alleine lassen. Ich meine, ich gehe auf die Biofach, Nürnberg Weltgrößte, glaube Weltgrößte noch, Konsumgütermesse sozusagen im sogenannten ökologischen Bereich. Auch dort gibt es eine Menge von fragwürdigen Anbietern mittlerweile, weil natürlich in dem Segment, dem gefühlten Feel-Good-Segment, ich tue jetzt was Gutes, weil ich kaufe mir jetzt einen Tee, der
irgendwie einen Gramm CO2 weniger hat als der andere oder so, jetzt überspitze ich das mal, ja. Das ist ja auch dann schön und gut, aber entscheidend sind doch die Parameter im Grundsatz. Also wie erreiche ich eine Gesellschaft, in der der Fleischkonsum zum Beispiel nicht mehr sexy ist, ja, also, sondern halt einmal die Woche vielleicht noch und dann gutes Fleisch, ja. Das ist gar nicht so einfach, das umzusetzen. Oder wie ermögliche ich Mobilität in der Stadt, im Land ist nochmal schwieriger, so dass es einfach attraktiver ist und da kann ich was machen. Das ist ein relativ einfaches Ding eigentlich, was ich da umsteuern könnte. Machen ja auch schon Städte, gibt ja Vorbildstädte, die das, die sind nicht in Deutschland leider übrigens, aber wo der Fahrradverkehr bei 40% liegt. Also solche Dinge, die kann ich dann politisch steuern. Aber ich muss selber eben, das ist nochmal mein Satz, also ich am Ende muss die Politik da den Rahmen setzen und der Verbraucher muss das einfordern, ja, der muss das wollen, aber er muss auch ein bisschen aufpassen, dass er nicht in diesem Konsumwahn, jetzt kaufe ich mir hier und dort und noch was und dann gehe ich zum Manufaktum und kaufe mir den neuesten Stuhl und dann ist die Welt besser und so. So funktioniert das halt nicht. Ja. Also du merkst, ich bin da so ein bisschen desillusioniert durch manche Diskussionen. Okay, dankeschön. Ich finde aber das mit der Werbung schon einen entscheidenden Punkt. Also du kannst ja keine 200 Meter mit, also in meinem Fall sind es nicht meine Kinder, sondern mit meinen Nichten und Neffen laufen, ohne dass du angebrüllt wirst von irgendeiner Werbung. Und ich finde, der öffentliche Raum könnte ja auch mal einer sein, wo wir nicht ständig angebrüllt werden, kauf mich. Ich habe nichts dagegen, wenn ich irgendwo meine Zeitung irgendwo beziehen kann, Leute, die den Briefkasten frei haben wollen für ihre Werbung, okay, ich mache einen Aufkleber drauf, ich will es nicht, aber genauso finde ich, muss nicht auf Schritt und Tritt ein riesen Werbeplakat mich anbrüllen, da könnte man schon auch nochmal eine andere Kultur des öffentlichen Raums sehen. Und das Zweite, apropos öffentlichen Raum, in den letzten Jahren ist ganz viel das, was früher auf dem Marktplatz stattfand, in private Shopping-Malls reingelaufen, wo Sicherheitsbeamte dafür sorgen können, dass ein Großteil der Menschen, also nicht ein Großteil, dass bestimmte Leute gar nicht reinkommen. Und da kannst du auch nicht Straßenmusik machen, da darfst du auch keinen politischen Stand machen. Und ich glaube, da hat sich auch was verändert in der Frage öffentlicher und privater Raum, wo wir wieder schauen müssen, dass es mehr im öffentlichen Raum stattfindet. Ganz kleines praktisches Beispiel, deinen Wahlkampfstand kannst du manchmal heutzutage nicht mehr da aufbauen, wo Menschen sind, weil der Parkplatz ist privat, da wo die Leute von Geschäft zu Geschäft gehen, ist alles privater Raum, du darfst nur außen an der Zufahrtsstraße stehen, da steigt aber niemand aus seinem Auto aus. Und das heißt ja nicht nur für einen politischen Stand was, sondern das heißt auch für alle anderen, die irgendwie auf was aufmerksam machen wollen, und Gesellschaft lebt davon, dass es auch einen öffentlichen Raum gibt, und das war traditionell der Marktplatz, wo Leute von Geschäft A zu Geschäft B gelaufen sind. Und solche Sachen, da dürfen wir schon auch ein paar Fragen noch stellen in Zukunft und vielleicht auch ein paar Regeln uns wieder ausdenken. Ja, vielen Dank. Zwei neue Gäste. Eva? Ja, Eva Quistorp. Ich habe mich eigentlich nach dem ersten Beitrag von Dieter schon spontan gemeldet, weil ich ein bisschen als alte Grüne und Urgrüne etwas Kontra geben wollte zu der Debatte gegen Verzicht, Verbot. Und dann hast du ganz, bist ja auch ein bisschen umgangssprachlich, muss ich ein bisschen großzügiger sein, dann hast du irgendwie so zu den armen Leuten da irgendwo in Zentralafrika oder so gesagt, die wollen ja auch ihren Profit. Das fand ich einfach ein bisschen schlampig im Denken, weil die wollen überleben. Ja, die wollen überleben. Also man muss zwischen Überlebensstrategien einigermaßen anständig leben und Profit muss man unterscheiden. Und das hat vielleicht was damit zu tun, dass Gerhard aufs Grundsatzprogramm rekurriert hat. Also ich komme aus der Generation, die diese Grundsatz- und ersten Europaprogramme und auch das allererste Umbauprogramm 1986 erkämpft hat. Und ich finde es spannend, jetzt hier zuzuhören, wo fast keiner aus der Generation redet, weil es hat sich unsere Art zu erzählen, unsere Art zu diskutieren, unsere Art zu analysieren und dann schnell in praktische Wahlkampfpolitik zu springen, ne? Hat sich schon geändert. Aber ich habe mich sehr gefreut, als Cem heute gesagt hat, der Kompass ist eigentlich ziemlich gut angelegt gewesen, 1979, 1980, und Gerhard konnte ja auch auf einiges im ersten Wirtschaftsprogramm rekurrieren und das Umbauprogramm auf jeden Fall. Aber weshalb ich mal Kontra geben will bei Verbot und Verzicht ist der Tod, also für mich zwei grauenhafte Sätze, weil man damit auch ein Stück des Erfolges und der Lebenskraft und der Avantgardekraft der Grünen weggibt, wenn man das so platt macht. Man kann sich natürlich für Werbestrategien und Image- und Medienstrategien im Wahlkampf überlegen, ne? Wie man allein das Wort oder die Attitüde Verzicht und Verbot reinbringt. Aber wir sind ja hier in einem Nachdenkraum, in einem öffentlichen Nachdenkraum und im Moment nicht gerade bei Image- und Wahlkampfstrategien. Und da finde ich doch, es gäbe die Grünen nicht
ohne die religiösen, philosophischen und ethischen, Gerhard, du hast es zum Glück angesprochen, also dein Beitrag hat, ihr ergänzt euch gut, ethischen Traditionen, ohne die ethische Tradition, und die ist ohne Verzicht und Verbot nicht zu denken, tut mir leid, und Verzicht und Verbot kann aber in dieser langen ethisch-philosophischen, theologischen Tradition auch als Freiheitstradition gedacht werden. Ich weiß nicht, wer von euch noch Erich Fromm gelesen hat und nicht nur Kant und Horkheimer. In der Zeit, also in der 68er und 70er Jahre Zeit, ist ja eine bestimmte Phase, das nannten wir damals Spätkapitalismus gewesen, wo Big Business übrigens von kritischen radikalen Amerikanern als Kampfbegriff entwickelt wurde. Big Business und Big Finance. Und die Finanzgesetze, Finanzmarktgesetze, die wir jetzt teilweise diskutieren, bezogen auf Finanztransaktionssteuer, bezogen auf Trennbankensystem und wie kann man überhaupt too big to fail einschränken, kommen interessanterweise aus den 60er, 70er Jahren in den USA, wo in den USA sozusagen gesellschaftlich und auch gewerkschaftlich und auch Wissenschafts-, das beziehe ich mich auf Silke, alternative Wissenschafts- und Expertentraditionen da waren, um das Thema, wie kontrollieren wir Big Business, wie kontrollieren wir Big Finance. Es ist also eigentlich eine 40-jährige Tradition und die hatte auch damals schon zu tun, wie schaffen und erhalten wir Räume für alternative Lebens- und alternative Produktionsweisen. Und hat mich sehr gefreut, dass Gerhard auch gesagt hat, Low- und Non-Profit-Bereiche. Und da möchte ich, das hat ja auch eine Traditionsgeschichte in Gründen, da möchte ich auf eine Riesenlücke aufmerksam machen hier in der Wirtschaftsdebatte und auch gestern schon. Okay. Also ich habe hier ziemlich viel, was fehlt, abzustreifen und war ja eigentlich früher dran. Also die Care-Ökonomie, also Gesundheits- und Pflegebereich, sowohl im bundesrepublikanischen Kontext wie im europäischen, aber auch globalen Kontext, sind zwei Riesenwirtschaftsbereiche, wo es um ganz viel praktische Politik geht, im Pflege- und in der Gesundheitsökonomie. Und wo es aber auch darum geht, um dich da zu ergänzen, Gerhard, also haben wir noch eine Sprache, in der wir die neue Form der globalen Ökonomisierung aller Lebensbereiche thematisieren können? Oder trauen wir uns es nicht, weil das angeblich zu konsumkritisch ist, weil es angeblich zu kapitalismuskritisch ist? Aber wir müssen eine Sprache finden, finde ich schon. Das sollten wir nicht der Linkspartei und auch nicht einigen Gruppen der Globalisierungskritiker überlassen, wo wir eine extreme Ökonomisierung aller Lebensbereiche durch bestimmte globale Big Business und Big Finance Trends thematisieren können und dazu auch gute Aktionsformen und auch witzige, kreative Aktionsformen entwickeln. Mit dem Werbebereich und den Malls hast du eigentlich, und wo kommen wir jetzt mit unserem kleinen grünen Infostand hin, hast du ein Beispiel davon angesprochen. Ja, und Care-Ökonomie und Pflegeökonomie ist natürlich feministisch durchzudeklinieren, um mich damit auf eine große Lücke hier bei der Wirtschaftsdebatte hinzuweisen. Das kam aber auf jeden Fall im Laufe der Tage auch schon vor. Willst du darauf noch reagieren, Gerhard? Na, ich will noch mal eines zu dieser Frage mit Verzicht und Verbot und sowas. Es ist nicht ganz einfach für uns, weil, also ich glaube, auf einer Ebene sind wir uns sehr schnell einig. Es geht um die Ermöglichung alternativer Lebensstile, eher als darum, Menschen zu sagen, verhalte dich anders. So, wir sind jetzt nicht die Moralapostel, wir sind nicht die Prediger. Ja, so. Aber das kommt natürlich an Grenzen. Also bei dem Veggie Day war ja auch die Idee eigentlich, als Vegetarier sollst du auch in der Kantine irgendwie eine gute Auswahl haben können. Und da müssen wir da was ändern. Ja, denn es ist ja so, dass es häufig irgendwie, wenn du so dich öffentlich ernährst, schwierig ist als Vegetarier. Aber wir stellen fest, dass es dann häufig trotzdem in den Verbotsbereich kippen kann. Und jetzt, was machst du mit den Leuten, mit diesen großen Autos, die vielleicht für die Landwirtschaft taugen, aber in der Stadt halt irgendwie eigentlich nicht nötig sind? So, und die wahnsinnig viel CO2 verschleudern. Und wir haben gemerkt mit einer ökologischen Besteuerung, dass das irgendwie schwierig ist und Reaktionen in der Bevölkerung war. Der Kampf um die Ökosteuer war mit was vom heftigsten, was die Grüne Partei erlebt hat. Und wir haben jetzt gemerkt, dass bei dem Thema Verbote es auch ein Riesending gibt. So, aber wenn du umsteuern willst, irgendwie musst du es ja machen. Entweder über ein Verbotssignal oder ein Preissignal. So, also von daher müssen wir, glaube ich, gut überlegen, wo es eben einen Resonanzboden für eine Veränderung gibt und wie wir das so begründen können, dass die Chancen darin mehr zum Ausdruck kommen, als das, was man verliert.
Und das ist ja auch bei dem Verzicht so eine Sache. Also viele Leute verzichten freiwillig auf etwas, aber wenn jemand sagt, du musst, musst darauf verzichten, dann sind sie dagegen. Aber Politik muss manchmal Regeln setzen. Und wenn wir sehen, dass bestimmte Strategien, wie wir leben, nicht nachhaltig sind, dann muss grüne Politik auch Regeln setzen. So, deswegen glaube ich, geht es dann nicht um entweder oder. Wir werden nicht im nächsten Bundestagswahl ohne Verbote aus, Wahlprogramm ohne Verbote auskommen. Meine Prognose, es geht nicht. Rahmenbedingungen, Ökosteuer, Emissionshandel hätte ich natürlich nochmal gefragt. Können wir auch gleich nochmal. Dann, um die Reihenfolge nochmal festzulegen. Michael Merkel, richtig, habe ich heute auf der Tagung gelernt. Genau, und dann nicht Sie, sondern zweimal aus dem Publikum. Danach gleich und dann antworten und dann vielleicht. Oder es bezieht sich aufeinander, das wäre ja auch ganz schön. Das kann ich so schwer steuern, weil ich weiß nicht, mit was Sie kommen. Mikro, ja, auf jeden Fall. Wir werden live gestreamt. Ist ja schwierig, sich jeweils zu beziehen, weil wenn man drankommt, ist die Diskussion schon ein ganzes Stück weiter. Deswegen wollte ich auch noch mal ein Stück zurückgehen. Also natürlich bin ich bei der Position von Ralf und von Dieter, wie es mit einer Ökologisierung der Wirtschaft weitergehen muss. Aber das ist ja nur die eine Seite. Interessant, deswegen möchte ich mich auch hauptsächlich mit dir auseinandersetzen, sind die Punkte für mich, die du aufgebracht hast. Das eine ist die Frage, wie kriegen wir das hin, dass so dicke Autos nicht mehr gefahren werden und sowas, wo sie nicht nötig sind. Und das bedeutet ja insgesamt, wie kriegen wir den Konsumenten oder den Konsumbereich dazu, eine andere Nachfrage zu tätigen, weil das natürlich die mächtigste Waffe im Markt ist. Und da sage ich, da kann der Staat so gut wie gar nichts zu tun. Da kann er natürlich hier eine Fördermittel und da die andere Verschwierigung machen. Aber Produkte setzen sich nur dann durch und prägen einen Lebensstil, wenn sie schick sind, wenn sie innen sind, wenn sie von den Leuten gewollt werden. Und genau deshalb gibt es auch nur die Möglichkeit, über den Markt tatsächlich am Ende Ökologie hinzukriegen und gute Produkte hinzukriegen. Und da kommt dann diese Diskussion, die wir heute Morgen hatten, die Frage der Freiheit und des Individuums. Und die Freiheit, das ist eben das Problem, die heute Morgen überhaupt nicht diskutiert wurde, kommt vom Individuum. Und dann verhält sich die Gesellschaft erst dazu und nicht umgekehrt. Und daher kommt auch solches Umsteuern. Also von der Möglichkeit, kreative Unternehmen zu gründen, Sachen zu machen und so weiter und so fort. Wir haben damals zwei ökolibertäre Freunde und ich Manufaktum gegründet. Und wir haben das gegründet, weil wir eben genau bestimmte Produkte nicht mehr gefunden haben. Und dann haben wir diese Produkte uns besorgt und dann hat Thomas angefangen, damit das Unternehmen aufzubauen. Und das ist die Philosophie, die dahinter steht. Und damit haben wir unseren Teil dazu beigetragen, so eine Umgestaltung hinzukriegen. Und so ist das mit allem. Du musst die Kraft freisetzen. Und da komme ich jetzt zu deiner Machtwirtschaft. Das Problem ist nicht die Größe. Wir werden ganz große Unternehmen brauchen, die bestimmte Sachen machen, die nur ganz große Unternehmen machen können. So einen Finanzcrash kriegen einfach nur solche Großbanken hin. Genau. Deswegen, nein, der Punkt ist, du musst die kleinen Strukturen stärken, sodass es sowas wie Systemrelevanz mit den großen Strukturen nicht gibt. Das Problem ist nicht, dass es große Banken gibt, sondern dass sie so systemrelevant sind, dass man sie retten muss. Okay, also da willst du natürlich gleich drauf einsteigen. Ich würde jetzt aber trotzdem versuchen, das nicht zu machen. Vielen Dank. Sondern erstmal noch die beiden Fragen und er. Einfach um ein bisschen mehr Beteiligung zu haben. Spannend. Das wäre spannend, ja, auf jeden Fall. Vergiss es nicht, ja genau. Okay, aber dann Gerd, nicht so lang. Pointiert. Bei allem Respekt für Manufaktum. Es ist eine Strategie und das ist die unternehmerische und die finde ich klasse. Aber
es gibt viele Beispiele, wo es effiziente Lösungen gibt, die Unternehmerinnen und Unternehmer angeboten haben, die sich aber nicht durchgesetzt haben, die wir aber für den ökologischen Strukturwandel dringend bräuchten. Der Katalysator ist nicht in deutsche Autos gekommen, allein durch die unternehmerische Entwicklung, sondern auch durch eine staatliche Vorgabe. Und das Top-Runner-Prinzip in den USA, in Japan zum Beispiel, was bestimmte Effizienzziele systematisch immer fortschreibt, ist doch eine hervorragende Interaktion von staatlicher Regel und Innovationskraft in Unternehmen. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir schon denken. Und was große Unternehmen betrifft, es ist einfach so, wenn die Größe an sich dazu führt, dass du systemrelevant bist, aufgefangen werden musst und du deswegen subventioniert bist vom Staat, dann musst du die Größe reduzieren. Und ich glaube nicht, bei allem Respekt für Herrn Jain und Herrn Fitschen, dass man ein Unternehmen dieser Größenordnung noch relevant steuern kann. Ich glaube, dass es Hybris ist. Das Problem ist, dass kleine Banken im Prinzip behindert werden. Dass deswegen überhaupt diese Gefahr, dieses Ding erst entsteht. Natürlich auch durch Staatsbanken. Wir brauchen das jetzt, können das jetzt nicht diskutieren. Aber das Problem ist doch, dass du mittelständische Banken wie kleine, wie Sparkassen oder so, dass die überhaupt nicht konkurrieren können und vor allen Dingen ihre mittelständischen Kunden in einem gewissen Umfang nicht mehr vernünftig mit Geld versorgen können, weil sie ein doppeltes Klumpenrisiko haben. Ne? Also die Branche ist in der Stadt immer groß die Gegend ist immer dieselbe und damit wird die Refinanzierung schon teurer und so weiter und so fort. Das Problem ist, du musst öffnen, nicht kaputt machen. Kaputt machen musst du in ganz wenigen Fällen. Du musst öffnen. Herzlichen Dank. Dann die Dame. Auch bitte den Namen. Entschuldigung. Und wir haben gerade eine ganz interessante Diskussion mit einigen Rundfunkvertretern, die wir führen, weil es uns um die Werbefreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht. Ja, weil wir sagen, die ganze Debatte, die wir hier führen, ist ja eine Wertedebatte. Ja, was geht gar nicht nur darum, wo verzichte ich, wo belohne ich, sondern auch, was macht mich glücklich und was schafft mir Zufriedenheit. Und wenn wir natürlich konditioniert sind durch eine extreme Werbewirtschaft, also ich finde Werbung nicht per se schlecht, weil ich werbe auch und die Böll-Stiftung wirbt auch, also es gehört zum Alltag dazu, ja, aber wir sind ja durch die Konsumwerbung extrem auch beeinflusst und ist es wirklich sinnvoll, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Werbung stattfindet und da haben wir einige Rundfunkvertreter da und die Einnahmen, die wir haben, die betragen 3% vom Umsatz, das ist verglichen zu der kulturellen Wirkung, die Werbung im Rundfunk hat, aus unserer Sicht eigentlich nicht akzeptabel. Und es gibt ja auch Berechnungen, die sagen, wenn wir 1,25 Euro mehr Beiträge bezahlen, könnten wir auf Werbung komplett verzichten und stattdessen ein anderes Programm machen. Aber egal wie, zumindest ist das eine Debatte, wo wir versuchen, auch Raum zu schaffen, einmal die Konditionierung aufzubrechen und auch zu fragen, muss vor relevanten Nachrichten, muss da eine Börsennachricht kommen, die 80-85% der Bevölkerung vielleicht gar nicht verstehen, aber die geadelt wird, ja, weil sie genau vor den Nachrichten kommt, zum Beispiel. Und das Zweite ist, wo wir auch am Diskutieren und Sprechen sind, wie schaffen die dritten Programme eben auch eine Vielfalt herzustellen, wo solche Geschichten, die Dieter jetzt ja auch angesprochen hat, auch transportiert werden. Also sie machen das ja auch, es ist ja nicht so, dass es nicht stattfindet. Aber es gibt unglaublich viel mehr interessante Geschichten von Leuten aus der Region, aus dem Land, die Firmen gründen, die Kultur machen, sonst wie was. Also ganz normale Geschichten, die könnten auch im Programm Platz finden. Und da ist sozusagen unser Versuch, Raum zu schaffen für solche innovativen Ideen. Zweite kurze Anmerkung ist auch immer noch die bei dieser Wachstumsdebatte, wofür eigentlich oder was ist es überhaupt ein Wachstum? Ja? Also gibt es ja diese Böll-Geschichte von dem Mann am Meer, der da sitzt und schon fischen war und jetzt Freizeit hat und wo dann jemand kommt und sagt, ja, du könntest ja noch mal rausfahren, ja, warum und so weiter, könntest du mehr verdienen und am Ende kommt dann halt die Pointe, wenn du mehr verdienen könntest, ja, könntest du früher dich an den Strand setzen, müsstest nicht mehr arbeiten. Also das ist dieser Kreislauf. Ne? Ich komme auch noch aus einer analogen Welt, wo wir viel anders gearbeitet haben. Durch die Digitalisierung ist jetzt die Chance, unheimlich viel selbst herzustellen und zu publizieren und zu machen und zu tun.
super, aber der Arbeitsaufwand unterm Strich ist ähnlich. Ja? Es gibt jetzt andere Abhängigkeiten. Ich kann morgen früh ein Buch publizieren, völlig allein, das geht, aber ich muss ständig neue Technik kaufen, ständig neue Software kaufen. So, also das ist auch nochmal die Frage, ist es wirklich ein Wachstum, über den wir so sprechen, oder ist es einfach eine Verschiebung, die wir vielleicht zum Teil nicht brauchen? Zum Teil brauchen wir die auch. Ja? Auf jeden Fall. Danke für den Punkt, die Illustration des neuen Wirtschaftens in der digitalen Welt. Also das haben wir auch noch gar nicht ausgeführt, das führt ja auch zu viel. Ich sage jetzt einfach nochmal, dass Sie und dann Simon, oder wolltest du hochkommen, Simon? Bist eingeladen, du machst später? Okay, und dann würde ich zu Ihnen kommen. Ich jetzt mal ein bisschen mehr und dann... Läuft's? Gut. Ja, Lukas Gerz, mein Name. Wir haben jetzt hier schon ganz viel geredet, wie wir die ökologische Transformation und so weiter durchsetzen wollen. Ich fange mal von früher an, Wahlkampf. Da war ja immer so dieses Bild von uns, die Grünen gegen den großen Feind BDI und Co. Und wir wollen die ganzen bösen Unternehmen dazu zwingen, nicht mehr von den Abgaben ausgenommen zu sein und so weiter. Dann kommt die Frage an euch, also die ökologische Transformation kann man ja nicht mit den ganzen kleinen Unternehmen durchsetzen, sondern man braucht auch die großen. Und momentan ist das Bild in den Medien so und von grüner Wirtschaftspolitik auch so, dass wir die quasi als Feinde ausgewählt haben, was auch viel mit unserer Sprache zu tun hat. Also wenn man sich die Schlagzeilen ansieht, da ist die Frage, wie können wir da näher ranrücken, und auch, das war auch mein Eindruck, auch vom Wahlkämpfen und so weiter, dass auch viele mit grüner Wirtschaft auch eine gewisse Wirtschaftsfeindlichkeit verbinden. Die Frage ist, wie kommen wir aus dem Dilemma raus? Wir haben alle viele gute Ansätze, aber das Bild von uns ist nicht das kompetenteste und das wirtschaftsfreundlichste, also außerhalb von unserer Bubble. Dann das nächste ist, ökologische Transformation ist ein sehr schöner Begriff. Wir haben hier das Thema, was ist die grüne Erzählung von Ökonomie? Und wir haben die ganze Zeit den Begriff ökologische Transformation. Ich glaube, wenn wir da nach draußen gehen und mal jemand fragen, was bedeutet eigentlich ökologische Transformation, wird uns niemand sagen können, was das bedeutet. Wir sind die Einzigen, die das wissen. Und die Frage ist, wie können wir einen Rahmen setzen, ein Framing, wo wir das auch durchbekommen. Wir hatten früher das sehr schöne Framing mit grüner Politik schwarze Zahlen schreiben, damals von Fritz Kuhn. Jetzt ist er ja OB in Stuttgart und kann es nicht mehr mantrahaftig wiederholen. Aber es war damals was Griffiges, damit konnten die Leute was anfangen. Ich glaube, mit dem sehr technischen Begriff ökologische Transformation, was ja allumfassend für grüne Politik ist, womit wir auch eine Geschichte erzählen könnten, hätten wir was, aber es ist zu technokratisch für die Menschen da draußen. War übrigens auch ein Begriff, der hier zwar sehr oft wiederholt wird, aber laut Medienanalyse nicht einmal im Wahlkampf vorkam. Genau. Und dann noch eine kleine Anmerkung. Ich glaube, dass wir, wenn wir das auch mit dem Begriff Freiheit verbinden, es gab einen sehr guten Artikel von Reinhard Loske, ich finde das Buch von Ralf Füchs auch sehr gut, was nach einer positiven Geschichte strebt und fordert. Gerd, dein Buch möchte ich mir jetzt noch bestellen, hatte ich leider keine Zeit mehr im Urlaub. Und auch noch, nicht bei Amazon, nee, das ist ja auch ein böser Verein, da muss ich auch noch lesen, ich glaube, wir haben die große Chance, mit dem grünen Wirtschaftsliberalismus auch wegzukommen von diesem schlechten Bild, was wir haben, dass wir wenig Kompetenz haben und auch nicht so wirklich die Partei sind, die für Innovationskraft steht. Und da sind wir, glaube ich, bei einem ganz guten Weg. Dankeschön. Philipp Schulte aus Münster, hallo. Ja, ich wollte gerne noch einmal so zu dem Footprint kommen. Mir ist das irgendwie ein bisschen zu langsam und mir ist auch die Art und Weise, wie dieser Zusammenhang zwischen Ökologie und Ökonomie gezogen wird, ja, mir ist die Gewichtung da nicht so recht. Wir sagen, ungefähr 600 Gigatonnen CO2 können wir noch emittieren, 30 Gigatonnen hauen wir raus, global, jedes Jahr, heißt 20 Jahre können wir noch so weitermachen. Das ist ungefähr die Perspektive. 20 Jahre, das muss man sich mal überlegen, in dieser Art und Weise, wie wir leben. Und die Emissionen steigen die ganze Zeit. Es ist nicht so, als weniger wird, ne? Die steigen. Wir bauen neue Kohlekraftwerke, es geht einfach weiter. Und meine These ist, wenn wir wirklich, und die Perspektive ist ja auch, jetzt hier die Bundesrepublik Deutschland, Europa, der globale Norden, die produzieren. Wenn wir das ernst meinen und wenn wir wollen, ja, wir sind die das verursachen, natürlich, das ist nicht der globale Süden, das ist hier, Entschuldigung, ich wollte nur eben zu Ende reden. Und der Punkt ist, meine These ist, diese Wirtschaft, die wir hier leben und praktizieren, die ist überhaupt nicht kompatibel mit einer ernsthaften Reduktion. Wir müssen 90% reduzieren und das kriegen wir überhaupt nicht hin in diesem Geflecht, in dem wir hier unterwegs sind. Und das würde mich interessieren, wie
wenn man das wirklich ernst nimmt, mal eine Reduktion auf 1,5 Tonnen pro Mensch organisiert. Ich glaube nicht, dass das möglich ist innerhalb dieser Strukturen, die wir hier haben. Und das fände ich doch eigentlich gut. Also zum Beispiel Kohlenstoffblase ist ein Stichwort. Das wäre eigentlich was, ja, das vielleicht nochmal aufzunehmen. Okay. Wir wollen ja noch zu den Verteilungspunkten. Also meine Sichtweise ist momentan eine Metaebene und zwar zu dem Thema, wie ich mir das hier vorgestellt habe, nämlich Ökonomie. Ich bin Wirtschaftler, war auch lange in großen Unternehmen und habe dann auch in Bayern ein nicht 1000-Mann-Unternehmen gegründet, sondern ein von null angefangenes, das hat jetzt 100 Mitarbeiter und ist sehr erfolgreich. Also es, wie bitte? Software. Wir produzieren die nicht, sondern ja, wir entwickeln die und produzieren die tatsächlich auch. Ja. So, jetzt nehme ich konkret Bezug das zu meinem ich fange mit einer Geschichte an, weil das ja hier auch unter dem Rahmenwerk der Geschichte steht. Ich habe gestern meine 85-jährige Freundin eingeladen und meine 20-jährige Freundin. Und wir haben zusammen gekocht. Und die haben mich gefragt, na, wo gehst du denn morgen hin? Ich sagte, da gehe ich in die Böll-Stiftung, das hat was mit den Grünen zu tun. Und da geht es auch unter anderem um Ökonomie und um Freiheit, um Demokratie. Und die 20-Jährige fragte mich, was haben die, na, weswegen gehst du dahin? Na, ich sage, ich gehe als Ökonom dahin und als Psychologe, weil es wohl was mit, auch mit Veränderung zu tun hat. Ich komme gleich auf Verzicht und Verbot aus der Sicht der Psychologie. Kann ich gleich was dazu sagen. Und die sagten dann, verstehe ich nicht, Ökonom, was willst du denn da bei den Grünen? Du wählst zwar die Grünen, aber du hast uns immer seit 20 Jahren, also die 85-Jährige sagt, die, mit Ökonomie kannst du da nicht landen, da kannst du mit Ökologie landen. Hat zwar irgendwie was, die ersten drei Buchstaben haben was miteinander zu tun, aber sonst haben die wohl wenig zu tun. Das übrigens zur Sichtweise fand ich mal ganz spannend, von einer 85-Jährigen, die übrigens auch die Grünen wählt, mit einer 20-Jährigen, die im letzten Jahr die Grünen gewählt hat. Aber Ökonomie überhaupt keine Verbindung darum. Wie bitte? Nochmal bitte? Bisschen kürzer, ja. Ein bisschen ja, kürzer geht es nicht, weil ich auf die Punkte hier gerne eingehen möchte. Aber nicht auf alles. Also nein, ich gehe nicht auf alles ein. Heute Nachmittag wird noch der Herr Professor Miegel zu dem Thema Wachstum was sagen. Und der Herr Professor Miegel hinterlegt das sehr schön, und zwar mit vielen Fakten. Es gibt seit einem Jahrzehnt kein Wachstum mehr. Explizit nachzulesen. Wie bitte? Ja. Dann auf Ihren Punkt, den ich sehr spannend fand, tatsächlich ist es ja so, bei Veränderung, und hier ist ja die Frage, wo gehen die Grünen in Zukunft hin? Nämlich die Frage, sich zu stellen, wo geht es hin? Denn das ist die einzige Frage, die aus psychologischer Sicht dem Menschen Sicherheit geben kann. Wo geht es hin? Sowohl in der ethischen Frage, klar, das ist, die Wertediskussion. Natürlich auch, welche Auswirkungen hat dies auf mich selber im Sinne von Nutzen, klarer Utilitarismus, aber eben auch auf die Gemeinschaft im Sinne sozial. Und vielleicht ja noch verbunden damit, es geht nicht nur um Geld. Okay. So. Alles klar. Und jetzt mal zu dem Verzicht. Nee, noch ein Punkt. Ich will Bezug nehmen zu den Punkten. Verzicht, Sie haben lange genug geredet hier oben. Verzicht und Verbot. Verzicht und Verbot. Die Frage ist, wie wird diese Message rübergebracht, Verzicht und Verbot? Geht es überhaupt ohne Verzicht und Verbot? Nein. Es geht natürlich nicht über. Die Frage ist, wie vermittle ich den Menschen, welchen Nutzen haben sie, wenn sie auf etwas verzichten werden? Und das müssen die Grünen schlicht und ergreifend beantworten. Ja, genau. Und hier sammeln wir Antworten. Also wir versuchen Beispiele zu hören und Vorschläge, wie das gehen kann. Peter, willst du noch? Peter Siller? Ich habe schon genug gequatscht heute, deswegen habe ich eine ganz kurze Frage in zwei Sätzen, die mich vor allem von Gerhard interessiert. Warum erzählt man diese grüne Geschichte von der Ökonomie nicht eigentlich doch über eine bestimmte Erzählung vom Markt? Oder nochmal anders formuliert, warum
Wo bleibt die ordoliberale Erzählung der Grünen? Das ist was anderes als staatliche Verbote oder halt do it yourself. Ja. In dem Wahlprogramm mal den Vorschlag einer Neubegründung unserer Marktwirtschaft, einer ökologischen und sozialen Neubegründung unserer Marktwirtschaft, gedacht als Versuch, diese ordoliberale Erzählung nach vorne zu stellen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns an diesem Begriff der Marktwirtschaft immer noch verschlucken, als diese Idee vom fairen Markt mal sozusagen in der Erzählung ganz nach vorne zu stellen. Dankeschön. Beide würde ich aber auf jeden Fall. Ich und dann Dieter. Meines Erachtens spricht da nichts dagegen. Und von den drei Punkten, die ich vorher genannt habe, beziehen sich zwei genau darauf. Das eine, wenn ich sage, wir brauchen eine Konzeption für den Low- und Non-Profit-Bereich, da sagt Raoul, wir brauchen endlich eine Marktordnung, auch für die Bereiche der Wirtschaft, die bisher in der Wirtschaftspolitik völlig ignoriert werden als wirtschaftliche Akteure. So, das ist genau die ordoliberale Denke, Ordnung für wirtschaftliche Akteure so zu schaffen, dass sie unter den Regeln klar agieren können. Und eine knackige Wettbewerbspolitik, die verhindert, dass Unternehmen über dem Wettbewerb stehen, Preise setzen können, Standards völlig alleine irgendwie setzen können, weil sie so große Marktanteile haben und so große Macht auch über die staatlichen Akteure haben. Das ist genau ein Ordoliberalismus. Ich glaube, es gibt aber einen Punkt, wo wir nicht in der Tradition stehen, sondern sie völlig neu definieren. Das ist bei der Frage, was sind eigentlich die Wettbewerbsparameter? Und das ist für mich eben ganz klar nicht nur das Geld. Und deswegen geht meine Überlegung dahin zu sagen, wir brauchen ein Gesellschaftsrecht für Unternehmen, was ermöglicht, dass du nicht nur Kapitalsammelstellen gründest und Unternehmen, die das Aktionärsvermögen mehren, sondern die auch eben andere Ziele haben. Und wie kriegen wir es hin, dass wir für ein Unternehmen nicht nur die monetären Daten publiziert haben, sondern auch ökologische und soziale, sodass andere Parameter eine Rolle spielen. Und dann kommen wir dieser Idee von einer fairen Marktwirtschaft, einer grünen, sozialen, fairen, was weiß ich, da müssen wir die Begrifflichkeiten gucken und da will ich auf deinen Punkt antworten. Ich glaube, wir sind jetzt gerade am Beginn einer konzeptionellen Phase und deswegen würde ich die Frage der Begrifflichkeit noch mal ein bisschen nach hinten stellen. Schöne Überschriften finden ist eine Baustelle, ist wichtig, brauchen wir rechtzeitig vor 2017. Ich glaube aber, dass wir als erstes mal mit dem Arbeitsbegriff der Transformation ganz gut arbeiten können und uns dann überlegen können, wie können wir das noch übersetzen, was wir machen wollen. Aber zunächst mal wird es mir in den nächsten 12 Monaten darum gehen, dass wir konzeptionell an ein paar Stellen richtige Sprünge nach vorne machen. Okay, Dieter. Ja, ich denke, so eine Diskussion ist ja auch dazu da, nicht, dass wir was erzählen, nur, sondern dass wir auch was mitnehmen. Und ich kann schon sagen, ich habe schon ein paar Dinge mitgenommen. Versuche jetzt mal im Schweinsgalopp hier durch die verschiedenen Fragen noch zu rauschen. Eva geht jetzt zwar gerade, aber 1980 wollte ich nur eins sagen, ich sehe mich da sehr in der Tradition, weil wenn sich eine Partei nicht entwickelt, dann bleibt sie stehen. Und wir sind jetzt mittendrin, wir sind in der Industrie zum Beispiel. Und es ist absolut sinnvoll, auch mit der Industrie, in der Industrie eine grüne Industriepolitik zu formulieren, weil diese Trennung von Dienstleistungsökonomie versus industriellen Schaffen, die war falsch. Und die haben die Grünen eine Zeit lang vorgenommen. Zumindest ist das so viel diskutiert worden. Ja, und das, wenn man den CO2-Footprint anschaut, dann findet der eben nicht in der Dienstleistungsökonomie statt, sondern in der Produktion. Und da muss man rangehen und Wege finden. Komme ich zu deiner Frage. Ja, wie geht das mit diesen 1,5 bis 2 Tonnen global? Also wir müssen erstmal runterkommen, die anderen dürfen nicht drüber springen. Die Chinesen sind ja schon bei 5,3 jetzt im Schnitt. Ja, ja, klar, Werkbänke zum Beispiel, also auch das ganze Outsourcing, was stattfindet. Ja. Also rein technologisch ist das natürlich eigentlich machbar. Ja, und zwar durch eine umfassende Elektrifizierung auf der Basis erneuerbarer Energien. Du kannst die komplette Mobilität mit neuen Technologien elektrifizieren, speist es dann über Windkraft, ähnliches ein, musst halt erstmal eine Infrastruktur bauen mit einem gigantischen Wachstum an erneuerbaren Energien weltweit und wirst dann diese ganzen Sektoren bis hin zur Industrie komplett modernisieren, umstellen, dadurch sogar Arbeitsplätze schaffen, neue Technologien einsetzen, Wissenschaft
viele, bis hin zur Algentechnologie gibt es jetzt neueste Ansätze, 97% Umwandlung, Photosynthese von Energie sind Algen, also man kann so viel machen, ja, in der Theorie. Ralf Füchs beschreibt das ja ein Stück weit, auch wenn ich nicht mit allem übereinstimme, was er dann in der Grundthese sagt, vor allem nicht mit der These, dass man die Grenzen des Wachstums verschieben könnte, das glaube ich zum Beispiel überhaupt nicht, dass das geht. Aber mal rein jetzt, wenn man das wissenschaftlich ein Szenario macht, geht das. Das wäre schon möglich. Nur der Widerspruch wird sein, wir werden das nicht packen in 20 Jahren auf dieser Schiene, sage ich dir ganz offen. Und was ich aber glaube, was der zentrale Treiber sein wird, wird eben nicht der Klimawandel sein, sondern es ist meine These und da gibt es durchaus Diskussionsbedarf, es wird die Verknappung der Ressourcen sein, weil wir haben ein so gigantisches globales Wachstum. Und wir haben ein Plateau in den Förderungen von vielen zentralen Rohstoffen. Wir haben schon Preisentwicklungen, die ganz woanders sind. Und wenn die Preisentwicklungen weitergehen, es muss ja nicht mal so sein, dass das Zeug ausgeht, aber wenn die Preisentwicklung weitergeht, ab einem gewissen Preis setzen sich andere Technologien durch. Und das sind die Erneuerbaren. Und da sind wir jetzt schon ein Stück weit dran. Also, und wenn das noch weitergeht, ja, vielleicht ist es zu langsam, dann können wir es uns nicht aussuchen, dann wird es das 2-Grad-Ziel nicht sein. Ja. Also es ist schon weg, ja. Also mag sein, es ist bitter, aber es ist halt die Welt, in der wir leben. Und dann werden wir wahrscheinlich in der Perspektive auch über Klimaanpassung reden und vieles mehr. Also das ist die Welt, in der wir leben und ich hoffe trotzdem, dass wir das Beste daraus machen in den nächsten 20 Jahren. Aber wir werden es natürlich nicht schaffen, wenn wir uns aus den Diskussionen rausziehen, sage ich noch was Provokatives, zum Beispiel Freihandelsabkommen, USA, Europa, sollte man auch nicht nur unter dem Aspekt diskutieren, da könnte ja was Böses auf uns zukommen, sondern unter dem Aspekt diskutieren, lasst uns doch mal in die Diskussion gehen mit den USA, da gibt es auch ein paar progressive Leute, um vielleicht Standards zu formulieren. Am Ende werden wir es nicht durchkriegen, aber wir müssen die Diskussion so führen, dass sie nach vorne gewandt sind und nicht, dass wir sozusagen dann beleidigt sind, weil der Rest der Welt aus unserer Sicht, was übrigens gar nicht so ist, es gibt auf der ganzen Welt viele spannende Entwicklungen, nicht den Weg geht, den die Ökopaxe sozusagen vorgeschrieben haben. Jetzt muss ich schnell springen. Framing, klar, wir brauchen einen anderen Begriff als ökologische Transformation, haben keinen anderen. Es ist erstmal der Begriff, unter dem sich viele versammeln. Die Fachszene ist darunter und es beschreibt halt als einziger Begriff, dass wir einen Wandel wollen, also einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Und da fand ich diesen Einwand der Psychologie gut. Und das ist wohl etwas, Gerhard, wo wir dann noch echt mal die Diskussion führen müssen. Was ist die grüne Erzählung und was ist dann aber auch das, wo wir landen wollen? Diese solidarische Ökonomie, diese Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie, die Bewahrung der Lebensgrundlagen. Winfried Kretschmann beschreibt das immer sehr stark in seinen Reden. Der hat ja ein starkes ethisches Fundament und ist immerhin Ministerpräsident. Also sowas kann ja wirken. Ja? Also das finde ich, und das ist, so ein Framing gibt es eigentlich schon. Das muss man vielleicht noch ein bisschen attraktiver vermarkten. Komme ich zum Punkt Werbung. Absolut. Also es gibt zum Beispiel in Großbritannien ist eine Kampagne, Zucker ist das neue Nikotin. Ja, also Kinder und so, ich habe auch 2 kleine Kinder. Und ich merke das selber, wenn die, jetzt gibt es einen Fernseher neuerdings, wenn die mal reinschauen, Werbung schauen und dann ist irgendein Produkt, dann wollen die das auch und sagen das. Ja, und das ist dann meistens ein Produkt, das nicht gesund ist, um es mal so zu formulieren. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der kann das wäre ganz gut, wenn die damit aufhören. Nur das schauen ja die Kleinen gar nicht. Das sind die Privaten, die Privaten haben die jungen Zuschauer und die Öffentlichen haben die Alten. So ist momentan die Struktur. Also du wirst da vieles ändern müssen, aber ich finde solche Debatten gut und ich glaube, dass über Gesundheit, Wohlbefinden, dass man da emotional sehr viele Leute erreichen kann, war hier vorher noch Thema Agrarwirtschaft, Niedersachsen. Es ist absolut gut, auch wenn wir dann nicht so viel super erreichen können, dass jetzt da der Christian Mayer mal einen Konflikt aufmacht, also Agrarindustrie versus Grüne, die was verändern wollen und dass das so sichtbar ist und so konfrontativ zum Teil auch rüberkommt, empfinde ich von außen sehr wohltuend, weil zum ersten Mal gezeigt wird, da wird ja richtig gekämpft und so. Und das würde uns weiterführen. Es waren sicher noch viele andere Fragen, die ich nicht beantwortet habe, aber das können wir jetzt auch, glaube ich, nicht. Ja. Aber mit Freihandelsabkommen und so weiter, viele Stichworte. Eigentlich gibt es noch eine Frage, Gerhard, möchtest du? Ich wollte noch kurz auf dieses Fragebild, unser Bild bei der Wirtschaft. Also da ist sicher was schief geworden während des Wahlkampfes im Wesentlichen. Ich glaube, dass wir zum einen uns verabschieden müssen von der Vorstellung, dass wir die Wirtschaftspartei in dem traditionellen Sinn sein werden, weil das läuft häufig darüber, dass bestimmte Leute, die auch häufig ein entsprechendes Parteibuch haben, anderen Leuten auf die Schulter klopfen und so dieses Image vermitteln, das sind die Freunde der Wirtschaft. So, und auf der Ebene werden wir Grünen, glaube ich, nicht eine Wirtschaftspartei und wollen es auch nicht sein.
weil wir da eine kritische Distanz haben. Das ist zum Beispiel diese Art Wirtschaftskompetenz, die entsteht aus einem guten Zusammenspiel zwischen Dirk Notheis und Stefan Mappus. Der Leidtragende ist der Steuerzahler. Das sind so Kumpelgeschichten und das läuft häufig über diese Stimmung. Da sollten wir uns nicht kirre machen lassen. Aber eine andere Sache ist das, dass wir eine Kompetenz brauchen, wo genug Leute in der Wirtschaft sagen, die haben eine Peilung. Die haben eine Peilung, die wissen wohin und die sind, und insbesondere für Leute, die innovatives, ökologisches, faires machen wollen in der Wirtschaft, dass die den Eindruck haben, Grüne wissen, wo es hingeht, in der langfristigen Linie, haben aber auch konkrete, machbare Umsetzungsvorschläge. Es wird selten so sein, dass alle mit allen Sachen zufrieden sind, die wir vorhaben. Ich glaube aber, dass es gelingen kann, dass um die Grüne Partei rum es genug wirtschaftlich tätige Akteure gibt, die dann auch in der Wirtschaft ihre Stimme für grüne Gedanken erheben und dass wir da eine gute Kooperation haben. Und diese strategischen Allianzen müssen wir entwickeln. Die sind dann nicht unbedingt mit BASF und Deutsche Bank, sondern da haben wir eher eine Konfliktlinie. Aber es gibt genug Leute, mit denen wir kooperieren können. Ich finde zum Beispiel interessant diese Initiative Cactus in der Stuttgarter IHK, wo Leute aus dem Stuttgart 21-Prozess heraus eine neue Liste gegründet haben für die IHK-Vollversammlung und gesagt haben, kann dann wohl nicht sein, dass die örtlichen Vertreter der Bauwirtschaft die IHK als Kammer dazu bringen, dass sie für Stuttgart 21 Werbung macht, obwohl es viele Unternehmer gibt, die danach dagegen sind. So, und ich glaube, da gibt es Initiativen, die wir auch vielleicht, mit denen wir kooperieren können. Und dann sind wir nicht die Wirtschaftspartei, aber wir sind eine Partei, die wirtschaftlich Tätigen spannende Perspektiven bieten kann. Ja, vielleicht noch einen Satz dazu. Ich teile das und habe meine Erfahrungen damit. Also ich mache jetzt seit vielen Jahren auch Wirtschaft und bin jedes Jahr in ca. 100 Unternehmen querbeet, alles Mögliche, nicht nur erneuerbare Branche. Und dadurch entsteht was. Also es ist schon einfach für mich persönlich und für die Grünen wichtig, dass wir dort sind und wir sind die interessanten Ansprechpartner. Es ist nicht so, dass das so spannend ist, wenn da jetzt CDU und SPD dann denen auf die Schulter klopfen und die industriepolitischen Leitsätze formulieren, die schon kennen, sondern die finden, dass wir die Fragen der Zukunft formulieren. Das sage ich ganz selbstbewusst. Und das wird nicht dazu führen, dass wir die Wirtschaftspartei Nummer eins sind, aber es wird dazu führen, und es führt ja jetzt schon, wir haben ja in mehreren Ländern auch Ministerien, die direkte Zuständigkeit für Wirtschaft haben. Es verändert sich ja auch gerade etwas. Ja. Es wird dazu führen, dass wir einfach Ansprechpartner sind, die sehr, sehr ernst genommen werden. Und das werden wir jetzt schon. Und diese ökologische Orientierung, die ist ja ökonomisch nichts anderes, als dass wir eine effizientere Art der Ökonomie erreichen wollen. Und zwar im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Was ist denn ökologisches Wirtschaften? Letztlich heißt es, mit den Ressourcen viel besser umzugehen als heute. Und das Versprechen ist, in der Zukunft wird es mit den Ressourcen ein Problem geben. Deswegen ist das sinnvoll. Und das wissen die Unternehmen. Und da sind viele drin, die das auch wollen und die auch was Gutes erreichen wollen, auch was ethisch Gutes. Das erlebe ich, das erlebe ich. Ja, das wollen sie nicht, genau. Genau, ist der richtig. Das ist genau der Punkt. BMW macht gerne Leichtbau, aber die haben keinen Bock, ihre Premium-Fahrzeuge runterzufahren, weil mit denen machen sie die 20.000 Marge. Das ist genau der Punkt und da ist der Unterschied. Und da sind die Grünen und da müssen die Grünen auch, und da stehe ich auch zu sagen, nö, muss auch weniger Autos geben in der Zukunft, nicht nur schönere und leichtere. Ja. Okay, ja, vielen Dank. Ich glaube, da haben wir einen guten Punkt. Simon, willst du hier vorne kommen oder? Ja, also Simon Wolf, auch hier mit der Stiftung Verbandelt. Das Stichwort der grünen Ordnungspolitik geistert jetzt den ganzen Tag schon durch den Raum. Heute Morgen haben wir schon richtigerweise gehört, die ursprüngliche ordoliberale Formulierung bezieht sich auf den nationalstaatlichen Kontext. Das heißt, wir bekommen ja ein Problem in der heutigen Welt, wo wir eine globalisierte Wirtschaft haben, wo Wirtschaftsakteure global handeln und gerade Deutschland natürlich als Paradebeispiel mit seiner Industrie, mit einer starken Exportorientierung. Da die Frage, also wie das zusammenzudenken ist, die Deutsche, gerade wieder mit dem Blick auch auf Ökologisierung. Die deutsche Automobilwirtschaft sagt ja zum Beispiel, wir können euch gerne Niedrigverbrauchsautos herstellen für Deutschland, kein Problem. Solange wir in den Rest der Welt unsere 12-Liter-Autos exportieren können, stört uns das gar nicht. Also wir haben da unsere Exportmärkte, die sind sozusagen vom deutschen Konsumverhalten oder von deutschen Standards überhaupt nicht betroffen. Genauso die deutschen Mittelständler aus Bayern und aus Baden-Württemberg, die alle Weltmarktführer sind, die exportieren ja auch nicht nur erneuerbare Energietechnologie, sondern die exportieren ja auch nach wie vor die gute alte Industrietechnologie. Also inwiefern ist das mit Ordnungspolitik zu greifen, inwiefern kann man das dann auch regulieren oder wie kann man auf Einfluss nehmen, oder müssen wir dann doch auch über sowas wie das deutsche Wirtschafts- und Exportmodell sprechen?
Und vielleicht noch dazu dann, weil wir über Erzählung sprechen, das ist eben schon mal angeklungen, mich würde interessieren, wie in der grünen Erzählung, du hast ja schon sehr schön zurückgeblickt auf die Phasen grüner Wirtschaftserzählung, Gerhard, wie das Thema Globalisierungskritik in der grünen Erzählung von Wirtschaft aufgenommen wird, ob das auch ein Teil davon ist oder ob das, wie es mir immer scheint, immer nicht so wirklich ein Teil davon ist und ob das in Zukunft ein Teil sein müsste, würde mich interessieren. Wenn ich mal mit dem letzten anfange, die Globalisierungskritik war immer dabei bei Grüns und es ist später dann die Idee des Freihandels und der Deregulierung reingekommen und ich würde sagen, an der Stelle ist auch der Punkt, wo man kritisch sagen muss, da ist ein Stück weit auch ein grüner Pfad verlassen worden. Die Deregulierung, die dazu führt, dass wirtschaftliches Handeln nicht mehr Regeln unterliegt, sondern sich da Märkte verselbstständigen und niemand mehr weiß, was da eigentlich passiert und sich da Riesenrisiken ansammeln konnten. Und an der Stelle war die Globalisierungskritik, die die Partei noch 1997 formuliert hat, dann irgendwann in der Gesellschaft weg, aber auch in unserer Partei oder vor allem in der Fraktion sehr weit zurückgewichen. Und ich glaube, dass du sowohl aus der ökologischen als auch aus der Fairness- oder sozialen Dimension, als auch einfach aus der Stabilitätsdimension sagen musst, globale Unternehmen und nationale Regelsetzungen ermöglichen es nicht, eine stabile wirtschaftliche Entwicklung zu haben. Und deswegen musst du wieder stärker Räume der Regulierung schaffen. Und da habe ich eine ganz grundsätzliche Kritik an manchen Freihandelskonstruktionen, wenn über ihnen eben nicht oder wenn sie nicht in einem demokratisch verfassten Raum sind, in dem du Regeln setzen kannst und das wieder einfangen kannst. Und diese Sache mit den Schiedsgerichten, wo Unternehmen eben Staaten verklagen, vielleicht gerade wegen Umweltgesetzen, also da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht selber einen riesen Stolperstein reinbauen in eine ökologische Ordnungspolitik, die dann möglicherweise daran scheitert, dass Unternehmen dagegen klagen, weil sie ein kurzfristiges Interesse haben. Und deswegen glaube ich, dass nicht die Globalisierungskritik als solche, aber die Frage, ist es immer möglich, Regeln zu setzen für Wirtschaft und findet Wirtschaft immer in einem Regelrahmen statt? So, diese Frage müssen wir uns immer stellen und Freihandel ist nicht das grüne Profil, sondern Fairhandel ist das grüne Profil. Das heißt, mit der Möglichkeit des Handels muss immer die Regelsetzung für soziale und ökologische und ethische Standards mitwachsen und dort, wo das nicht gleichzeitig wächst, sind Grüne gegen mehr Handel. Aber nicht, weil sie an sich gegen Handel sind, sondern weil sie dagegen sind, dass als erstes die Handelsströme und die Globalisierung von Unternehmen stattfindet und dann erst mühsam irgendwann die Regeln nachentwickelt werden, weil das dann meistens schief geht. Jetzt nicht nur um Schiedsgerichtsverfahren von Unternehmen, die bewusst gegen das, was wir als Standards empfinden, verstoßen, sondern es ist ein Problem, dass man die deutsche Autowirtschaft natürlich ganz zentral für unser Wohlstandsmodell ist, für unsere Steuern, für unsere Arbeitsplätze. Und wie gesagt, selbst wenn wir anfangen und Mercedes so nett ist und in Deutschland Niedrigverbrauchsautos baut, solange sie den Rest der Welt exportiert, wird es nicht viel ändern. Muss deutsche Ordnungspolitik darauf Einfluss nehmen, was aus Sicht aus einer ökologischen Steuerung? Da muss man sagen, gut, das ist das Ordnungspolitik entweder von China und den USA oder von irgendwann mal einer globalen Umweltorganisation. Also wo greifen wir da ein? Unsere Verantwortung ist global, weil unser Reichtum auf globalen Handelsströmen basiert und unser Konsum sehr stark sich globalisiert hat. Und deswegen können wir die Verantwortung nicht nur für Deutschland haben. So, was heißt das praktisch? Ich würde zum Beispiel sagen, die Idee eines CO2-Zolls ist nicht Gaga. Dass die Länder, die vorangehen in einer ökologischen Steuerung, sich davor schützen, dass die anderen Trittbrettfahrer sind und dann umso günstiger Produkte reingeben können. Das heißt nicht, dass ich gegen Handel bin. Das heißt auch nicht, dass ich immer für hohe Zölle bin. Aber an der Stelle gibt es einfach eine Logik. Du musst gucken, dass die Leute, die ökologisch das Sinnvolle machen, nicht einen Nachteil sich reinholen und dann die anderen sozusagen umso mehr verschmutzen können. Und ich glaube, da kriegt man so ein Gefühl von einer globalen ökologischen Ordnungspolitik. Und ich glaube, dass ein wichtiger Schritt für uns ist, nicht nur jetzt eine wirtschaftspolitische Erzählung für Deutschland zu entwickeln, sondern wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir unsere europäischen Partner mitnehmen.
ganz große Teile der Wirtschaftspolitik. Denk an die CO2-Grenzwerte für die Automobile, wo Merkel da irgendwie immer wieder auf der falschen Seite war. Das ist alles europäisch. Also müssen wir ganz stark auch eine europäische Konzeptentwicklung machen, denn wenn du dir die Europäische Grüne Partei anguckst, dann ist halt mit einer der ressourcenstärksten Gruppierungen, die es in dieser ganzen Europäischen Grünen Partei gibt, ist die Grüne Bundestagsfraktion und das Staatsministerium Baden-Württemberg und so. Ne? Also muss man mal überlegen, da muss die Kraft herkommen, um Europa ökologisch umzubauen. Also mir ist das sehr sympathisch, wenn du sagst, dass wir Freihandel Richtung Fairhandel diskutieren und dann eben diesen Ordnungsrahmen anlegen. Ja, aber das tun wir meines Erachtens noch ein bisschen zu wenig. Also ich habe mich ja selber mal auf den Weg gemacht, mal zu versuchen zu formulieren, dass ich weiß, dass das eine Utopie ist, aber was könnte denn TTIP sein, wenn man das umsetzt, gerade im ökologischen Rahmen? Habe ich einen Artikel geschrieben, könnt ihr nachlesen. Meine Homepage geht um Ressourcenwende, Top-Runner-Ansätze, vieles mehr. Man könnte ja auch mal versuchen, einen ökologischen Rahmen global zu implementieren und nicht nur in Deutschland. Das war ja auch deine Frage. Was jetzt die Automobilindustrie angeht, ich meine, das ist ja gut, wenn wir in Europa global gesehen relativ strenge Emissionswerte festgelegt haben, die noch besser sein könnten, keine Frage. Was wird passieren? Es wird ja nicht so sein, dass dann Daimler im Ausland die Dreckschleudern exportiert. Das machen die bei den SUVs, aber die kauft man hier auch im Übrigen. Also das ist natürlich in der Gesamtproduktentwicklung gut. Wenn der Flottenverbrauch bei uns sinkt, dann sinkt er woanders auch, wenn wir dort verkaufen. Und die Amerikaner sind unter Druck, die haben doppelt so hohen noch selber nachzuziehen. Auch die Amerikaner sind jetzt beim Emissionshandel, ja, die sind ein bisschen später dran, aber auch die machen das. Und ich habe mal eine Zahl gehört, wenn die Amerikaner das schaffen, ihren Flottenverbrauch im Automobilsektor zu halbieren, dann ist das mehr wert als die gesamte Einsparungen, die du in Afrika realisieren kannst. Ja, also das sind, man muss sich die Dimensionen von Klimapolitik ja auch manchmal vor Augen halten. Und trotzdem, da ist dein Punkt, wird es halt nicht dazu führen, das Problem zu lösen, dass die dicken Schlitten dann nicht exportiert werden. Die werden auch exportiert. Ja. Und dann kann man sagen, ist das schlecht? Ja, ist schlecht, aber es ist immer noch besser, wenn die 5 Liter verbrauchen als 10. Ne? Also das ist so dieser Pragmatismus, der mich nicht glücklich macht, aber der erstmal die erste Spur ist, die wir da einnehmen müssen. Ja, vielen Dank. Eine ganze Menge Themen sind aufs Tapet gekommen. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Ich möchte die schon dafür nutzen, das Thema, wo du gesagt hast, Verteilungsfrage, darüber müssen wir reden, nochmal anzusprechen in 5 Minuten. Das ist natürlich völlig, sehr schwierig. Nutzt das einfach zum Schlusswort. Ich möchte da aber eine Frage mit auf den Weg gehen, also mit auf den Weg geben, auch nochmal so ein bisschen kritisch fragen, weil wir waren uns da vorhin, glaube ich, ein bisschen zu schnell einig. Mit dieser Vision, dass in den entwickelten Volkswirtschaften sowieso niedrige Wachstumsraten zu erwarten sind und dass uns das schon ausreichend entlasten wird. Also im Hinblick auf die Verteilungsfrage, angesichts dessen, dass die Schuldenbremsen greifen werden und wir müssen entscheiden, wie wir Sozialpolitik organisieren in Zeiten, wo wir eigentlich immens hohe Investitionskosten haben, auf der Seite der ökologischen Erneuerung. Das ist ein Spannungsfeld, wo ich auch noch nicht so viel zu gehört habe, wie die Erzählung da sein kann. Und ich weiß, dass das jetzt eine große Baustelle, ganz kompliziert, völlig zum Schluss ist, aber vielleicht kannst du da anknüpfen mit deinen Ideen zur Verteilungsfrage. Und Dieter auch, das ist gleich euer Schlusswort. Und ich weiß, wir machen da weiter. Ich habe darauf gedrängt, dass wir darüber noch sprechen, weil ich glaube, dass es ein Knackpunkt ist, der uns als Partei sozusagen es schwierig macht, da gemeinsam voranzugehen. So. Ich glaube, dass wir uns einig sind, dass zu dieser ethischen Dimension immer auch eine soziale Dimension gehört. Also die Arbeitnehmer, die die Produkte herstellen, die wir konsumieren, sollen dadurch nicht geschädigt werden, so wie das heute auf Bananenplantagen ist, wo das Trinkwasser verseucht wird oder Ähnliches. Ich glaube auch, dass wir uns einig sind, dass wir wollen, dass manche Umverteilungsmaschine, die gerade läuft, von unten nach oben gestoppt wird. Also Subventionen für Großunternehmen, Privilegien, insbesondere die dazu führen, dass gerade große Unternehmen und sehr reiche Leute steuerlich besser gestellt sind als Leute in der Mittelschicht und so. Da sind wir uns, glaube ich, über ganz viele Sachen sehr einig. Und jetzt ist das Problem, aber wir sind auch im dritten Punkt einig. Das ist bei der Frage, sollte bei der Finanzierung öffentlicher Aufgaben eine starke Schulter mehr leisten als eine schwache Schulter? Auch da sind wir uns noch einig. Da kann man dann über Tarifdetails reden, aber im Grunde genommen herrscht dann eine breite Einigkeit in der Grünen Partei. So, und jetzt ist aber die eine Sache schwierig. In den letzten 30 Jahren ist in der globalen Wirtschaft, und Deutschland ist da keine Ausnahme, eine Unwucht entstanden über sehr viele Regeln, die falsch gesetzt worden sind.
Also über Privilegien, gerade für die Upper Class, über Regelungen am Finanzmarkt, wo man eben die Mittelschicht abzocken konnte und sehr reich werden konnte. Und das hat dazu geführt, dass es auch nicht nur eine Machtkonzentration bei wenigen Unternehmen gibt, sondern auch eine Vermögenskonzentration bei relativ wenigen Menschen. Und die ist im globalen Maßstab da, aber das hat auch seinen Niederschlag in Deutschland. So, und wie gehen wir damit um? Uns wäre es allen am liebsten, das hätte es nie gegeben, diese Fehlentwicklung. Und wir haben auch eine Idee, wie wir versuchen können, das so für die Zukunft zu vermeiden. Aber das reicht ja nicht, wenn das mal entstanden ist, das Problem. Es ist wie eine Altlast. Das ist wie mit Staatsschulden. Da kannst du auch sagen, wir hätten nicht gerne so hohe aufgebaut, aber jetzt sind sie da, irgendwie musst du mit umgehen. Und solche Sachen sind immer hoch unpopulär. Ich erinnere mich, dass ich viele Diskussionen hatte zur Vermögensabgabe, wo ich den Leuten gesagt habe, ja, aber die Staatsschulden sind da. Wissen Sie, das ist wie eine Altlast auf Ihrem Unternehmensgrundstück. Und da sagen die Leute, ja, ist ja schön und recht, aber ich habe trotzdem keine Lust, das abzuzahlen. So, und da kommst du häufig mit einer rationalen ökonomischen Diskurs nicht so richtig weiter. Und ich glaube, dass wir da gemeinsam überlegen müssen, ob wir mit der Analyse zusammen sind, dass es da eine Altlast gibt. Und dass wir dann auch Vorschläge brauchen, wie wir mit dieser Altlast in unserer Gesellschaft, dass es da eine zu starke Vermögenskonzentration heute gibt, die Rückwirkung hat auf die politischen Einflussmöglichkeiten, ich zitiere die OECD, die Einfluss hat auf die Stabilität unserer Volkswirtschaft, ich zitiere den Internationalen Währungsfonds, also jetzt nicht gerade irgendwie linke Ideologen, wie wir mit dieser Altlast umgehen. Ich glaube, dass es deswegen auch ein Stück Abbau dieser Altlast braucht, verbunden mit einer Überlegung, wie viel wir da in welchem Zeitraum zutrauen uns können und auch politisch durchsetzen können, weil du eine Altlast, die sich über 30 Jahre aufgebaut hat, hat nicht in ein, zwei Jahren und in einer Wahlkampagne was abbauen können. Und das ist der schwierige Diskurs, vor dem wir stehen. Also auf Grundlage dieser Analyse würden wir uns treffen. Das würde ich schon so sehen, aber ich habe diese Erfahrung gemacht im letzten Wahlkampf, dass wir ein sehr ausgeklügeltes, in Anführungszeichen ausgeklügeltes Steuerkonzept hatten und dann 2013 die Kassen 30 Milliarden voller waren, als wir selber kalkuliert hatten. Also insofern gibt es dynamische Prozesse und jetzt könnte ich ja auch sagen, ich kann eigentlich ganz froh sein momentan, auch aus Sicht der ökologischen Transformation, dass es Deutschland konjunkturell relativ gut geht, dass wir eine Einnahmesituation haben, die besser ist als gedacht. Wir hatten auch schon andere Zeiten, als wir regiert haben. Leider waren sie ein bisschen anders. Dann vielleicht auch wir zwei nicht, ja, aber wir dürfen ja in der Historie unserer Parteien uns mit einvernehmen im Nachhinein. Aber ich denke, die Frage wird natürlich sein, das muss ich klären, ja, das, aber wie? Und ich muss es anders machen als beim letzten Mal. Da bin ich also schon sehr dafür, dass wir da einen neuen Diskurs führen. Ich fand die Vermögensabgabe als Instrument ja durchaus ein attraktives, weil das war zeitlich begrenzt. Man hatte zumindest versucht, die Substanzbesteuerung für den Mittelstand auszunehmen, sodass ich eine Botschaft senden konnte, hey, wir haben da Schulden gemacht. Nicht wir haben die gemacht, sondern die gingen vor allem zugunsten von hohen Vermögen und da wollen wir was zurückholen. Das finde ich eine Botschaft, die ich kommunizieren kann. Aber diese Breitbotschaft von der letzten Wahl, die war einfach too much in viele Bereiche hinein und trotzdem muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich meine, das Ehegattensplitting, was wir haben mit 20 Milliarden in der Umverteilung, ist zutiefst ungerecht und auch da müssen wir rangehen. Aber wir müssen, eins macht mir Sorge, ich sage es mal, bring's mal auf den Punkt, also uns geht es ja jetzt relativ gut, uns als Bundesrepublik Deutschland und ich weiß, dass es vielen auch nicht so gut geht, aber den meisten geht es relativ gut und wenn man es global betrachtet, erst recht relativ gut. Und trotzdem haben wir gerade nicht die Kraft, die Investitionen in dem Bereich zu lenken, wo wir sie eigentlich für die Zukunft bräuchten, zumindest nicht mit der Massivität in dem Bereich eben dieses ökologischen Umbaus. Und der wird sich als Rendite ganz anders erweisen. Wenn wir das heute nicht investieren, haben wir in 10 Jahren ein Problem. Und das nächste Problem ist, wenn dann die Schuldenbremse kommt und wir vielleicht mal konjunkturell in andere Gewitter reinkommen, dann haben wir vielleicht gar nicht mehr die Kraft, das zu tun. Und also das ist das, was mich momentan sehr beschäftigt ist, eigentlich müssten wir doch jetzt mobilisieren. Und was haben wir gemacht? Also wir als Bundesrepublik, wir haben jetzt 10 Milliarden für Rente mit 63 und Mütterrente. Ist zutiefst gerecht für den Einzelnen, ist aber auch eine zutiefste Belastung für die Zukunft. Ja, und das ist nicht der Weg, den wir gehen sollten, finde ich. Dankeschön. Vielen Dank an euch beide. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an euch, an die Vogue-Beiträge, an die spontanen Platznamen hier oben. Das scheint mir eine gelungene Runde gewesen zu sein, zumindest aus meiner Sicht. Und wie geht's weiter mit Storytelling?
wie eine politische Geschichte erzählen. Also da gibt es jetzt nochmal so ein bisschen Instrumentarien und vielleicht auch noch ein bisschen Kriterien dazu. Und später ein Thema, was wir eben auch schon am Wickel hatten, die Podiumsdebatte zur großen Transformation, zur grünen Moderne oder Wachsen mit der Natur, wurde angesprochen, dass es dringend Not tut, da ein bisschen weiterzukommen. Okay, Dankeschön.